Sie ist so hübsch, genau wie eine echte Barbie. Ich wünschte, meine Haare wären so glänzend und blond wie ihre. Das ist es, was die Leute von mir denken. Dabei wollte ich doch nur ein ganz normales Teenager-Mädchen sein, wie alle anderen auch. Wisst ihr, seit ich klein war, falle ich schon mit meinen platinblonden Haaren und meinen markanten blauen Augen auf. Die Leute haben immer gesagt, ich sehe aus wie eine Barbie. Hey, manche nennen mich sogar Barbie. Meine Mutter war immer sehr stolz auf mein Aussehen. Sie steckte mich in Prinzessinnenkleider und meldete mich für Kindertalentshows an, die ich meistens gewann. Das führte dazu, dass die Medien auf mich aufmerksam wurden und bald wurde ich eingeladen, für einige große Marken zu modeln. Damals war ich ganz begeistert davon. Ich liebte all das Lob und das Verhätscheln. Aber unerwarteterweise war es dieser frühe Ruhm, wegen dem ich langsam meine Freiheit verlor. Nora, beeil dich und zieh dich an, schnell! Ich werde nicht zu spät zu Annas Party kommen. Ja, Mama, antwortete ich, während ich widerwillig nach den Kleidern griff, die Mama auf meinem Bett ausgebreitet hatte. Nora? Dein natürliches Haar ist so schön. Noch bevor ich etwas erwidern konnte, war Mama schon da und prallte mit meinem natürlichen blonden Haar. Natürlich? Ja, klar. Es hat also nichts damit zu tun, dass Mama mich einmal im Monat zum Bleichen zwingt. Ha! Sie hat vor ein paar Monaten ein Riesentheater gemacht, als sie bemerkte, dass mein Haar anfing, etwas dunkler zu werden. Dann schleppte mich meine Mutter von Person zu Person und prallte mit meinen Leistungen. Oh, das war echt anstrengend. Als sie also gerade in einem Gespräch mit einem Typen vertieft war, schlich ich mich zum Essenstisch und nahm mir ein Stück Kuchen. Ich wollte es mir gerade in den Mund stecken, als plötzlich von hinten die strenge Stimme meiner Mutter ertönte. Nora, stell das sofort wieder hin! Es war nur ein kleines Stück Kuchen. Ich würde wohl kaum sofort aufblähen, wenn ich es gegessen hätte. Dann, ohne mir Zeit zum Widersprechen zu geben, riss sie es mir aus der Hand und sagte, wenn du das isst, musst du das Abendessen ausfallen lassen und eine Stunde lang Sport treiben, um die ganzen Kalorien zu verbrennen. Willst du es immer noch? Oh Gott, es hat keinen Sinn, sich mit Mama zu streiten. Also schnappte ich mir mein Getränk und ging in die Ecke des Zimmers. Ich fummelte an meinem Glas herum und war plötzlich total genervt, als plötzlich ein Typ auf mich zukam und mich fast dazu brachte, mein Getränk zu verschütten. Oh mein Gott, das ist Philipp. Er ist im Moment das heißeste Teenie-Modell in der Szene. Entschuldigung. Bist du das, Nora? Ich habe schon viel von dir gehört. Aber warum stehst du hier ganz allein? Ach, das liegt daran, dass ich nicht wirklich auf solche Partys stehe. Da haben wir wohl was gemeinsam. Dann fingen wir an zu plaudern. Und bevor Philipp ging, fragte er nach meiner Nummer. Danach schickte er mir jeden Abend eine Nachricht. Es machte so viel Spaß, mit ihm zu reden. Er war einfach so süß und aufmerksam. Und er schickte mir immer die allerlustigsten Memes. Wie süß! Eines Tages, als wir gerade chatteten, schrieb er mir, kann ich dich zum Abendessen einladen? Sagen wir, morgen Abend? Oh, wollte er mich etwa zu einem Date einladen? Yay! Aber ich musste erst die Erlaubnis meiner Mutter einholen. Oh. Mama, erinnerst du dich an Philipp, den wir auf Annas Geburtstagsparty getroffen haben? Darf ich morgen mit ihm zum Abendessen gehen? Klar, ich fahre dich hin. Nicht nötig, Mama. Philipp wird mich abholen. Nein, ich sagte, ich bringe dich hin. Egal, was ich sagte, Mama bestand immer noch darauf. Und wenn ich nicht zustimmte, würde sie mich nicht gehen lassen. Meine Güte, das war ein Date, keine Modenschau, die ein Manager erforderte. Am nächsten Abend, sobald ich die Treppe hinunterkam, fing meine Mutter sofort wieder an. Oh je, was hast du denn da an? Bevor ich antworten konnte, zog mich meine Mutter in mein Zimmer, holte ein Bodycon-Kleid heraus und sagte, du hast dir so viele Mühe gegeben, so auszusehen. Also kannst du auch zeigen, was du hast. Außerdem könnte eine Beziehung mit diesem Jungen gut für unser Geschäft sein. Natürlich, jetzt verstand ich, es ging ihr wieder mal nur um Ruhm und Geld. Da war Philipp. Schnell richtete ich mein Haar, dann ging ich selbstbewusst auf ihn zu. Aber als ich mich gerade hingesetzt hatte, noch bevor ich ihn begrüßen konnte, tauchte wie aus dem Nichts meine Mutter auf und bat den Kellner, ihr einen anderen Stuhl zu besorgen. Philipp warf mir einen verwirrten Blick zu, aber ich wusste auch nicht, was los war. Mama, Mama, was machst du hier? Wir machen doch immer alles zusammen. Es macht dir doch nichts aus, wenn ich hier sitze, oder? Nein, überhaupt nicht. Lächelte Philipp verlegen. Oh, das war so peinlich. Als der Kellner mit den Speisekarten erschien, war ich froh über die Ablenkung. Aber, oh nein, ich hatte noch nicht einmal die Gelegenheit gehabt, die Speisekarte aufzuschlagen,
Da hatte Mama schon für uns beide bestellt. Gegrillter Lachs mit Salat, ohne Dressing. Ah, oh, wie langweilig. Oh, aber es kam noch schlimmer. Während des Essens stellte meine Mutter Philipp ständig Fragen wie: Was machen deine Eltern? Oh, sie führen nur ein kleines Unternehmen? Ich dachte, sie wären die Präsidenten eines Unternehmens oder so. Es war unerträglich. Hör sofort auf, das geht dich alles gar nichts an. Ich habe ja nur gefragt. Irgendwann erfand ein sehr verwirrt aussehender Philipp eine Ausrede, weil er etwas erledigen musste und verschwand. Das war's. Dank meiner Mutter war mein erstes Date komplett gescheitert. Frustriert stand ich ebenfalls auf und sagte auf der ganzen Heimfahrt kein Wort zu Mama. Als wir zu Hause ankamen, nörgelte sie weiter darüber, dass ich nicht mit Philipp abhängen sollte, da er meiner Karriere nicht dienlich wäre. Findest du nicht, dass das ein bisschen zu viel war? Ich kann mich verabreden, mit wem ich will. Weißt du was? Ich will nicht mehr, dass du meine Managerin bist. Und ich werde ausziehen und alleine wohnen. Dann eilte ich zurück in mein Zimmer und begann zu packen. Schatz, ich habe mir nur Sorgen um dich gemacht. Es tut mir leid, sagte sie und umarmte mich schluchzend. Bitte verlass mich nicht, wie dein Vater es getan hat. Ich kann ohne dich nicht leben. Als ich das hörte, brach mir das Herz. Sie hatte recht. Seit Papa uns verlassen hatte, gab es nur noch sie, die sich um mich kümmerte und mich liebte. Sie war zwar manchmal ein bisschen streng und überkontrollierend, aber sie meinte es doch nur gut, oder? Ich schrieb Philipp noch ein paar Mal, um mich zu entschuldigen, aber er antwortete nicht. Nora, schau geradeaus. Nora, wo ist dein Charisma geblieben? Lasst uns eine kurze Pause machen. Was ist denn los? Du scheinst heute abgelenkt zu sein. Ich seufzte und begann Eleanor von meinem Date mit Philipp zu erzählen. Oh je, deine Mutter ist ein echter Kontrollfreak. Du musst stark sein und dich gegen sie wehren, um deine Freiheit zu gewinnen. Natürlich wollte ich Freiheit. Aber wo sollte ich anfangen? Plötzlich piepte mein Handy und unterbrach meinen Gedankengang. Es war Mama. Schatz, Anna ist krank, also bleibe ich heute Nacht bei ihr. Das Essen ist im Kühlschrank und vergiss nicht, eine Stunde vor dem Schlafengehen auf das Laufband zu gehen. Ich liebe dich. Juhu! Heute Abend würde ich frei sein und tun können, was ich will. Da hatte ich plötzlich eine geniale Idee. Ja, ich würde eine Pyjama-Party schmeißen. Eleanor schlug vor, dass wir Pizza bestellen sollten. Und natürlich stimmten alle begeistert zu. Das ist so gut. Plötzlich ging die Tür auf. Meine Augen weiteten sich vor Schreck, als ich sah, dass es Mama war. Und, oh Mann, sie sah wütend aus. Nora, was in aller Welt tust du da? Und den Rest könnt ihr euch sicher denken. Sie schickte all meine Freundinnen nach Hause. Und schlimmer noch, sie zwang mich, um 5 Uhr morgens aufzustehen, um zu trainieren. Und das alles nur wegen eines Stücks Pizza. Eleanor hatte recht, ich musste dem ein Ende setzen, indem ich mich ihr endlich entgegenstellte. Das war unerträglich. Um den Stress abzubauen, beschloss ich am nächsten Tag etwas zu tun, was ich schon immer wollte. Wow, das ist so süß! Ich weiß, oder? Es fühlt sich gut an, zur Abwechslung mal zu tun, was ich will. Nora, warum bist du hier? Warum hast du nicht auf meine Anrufe geantwortet? Erschrocken drehte ich mich um und sah, wie meine Mutter dastand und mich anstarrte. Schnell bedeckte ich das Tattoo an meinem Handgelenk mit meiner anderen Hand. Aber es war zu spät. Nora! Wie kannst du es wagen, dich ohne meine Erlaubnis tätowieren zu lassen? Geh wieder rein und lass es sofort entfernen. Nein, Mama. Mein Körper, meine Entscheidung. Von jetzt an entscheide ich selbst über mein Leben. Alle auf der Straße blieben stehen und sahen uns an. Als Mama das sah, starrte sie Eleanor nur an und zerrte mich zum Auto. Aber woher hatte sie überhaupt gewusst, dass ich im Tattoo-Studio war? Genau in diesem Moment surrte mein Handy, weil ein unbekanntes AirTag-Gerät in der Nähe war. Moment, könnte das etwa... Ich überprüfte schnell meine Sachen und... Oh mein Gott, es stimmte! Mama hatte einen AirTag in eine versteckte Ecke meiner Tasche geklebt. Warum hast du einen AirTag an meine Tasche geklebt? Damit ich weiß, wenn du Dummheiten machst, wie deinen Körper mit einem schrecklichen Tattoo zu verunstalten. Du wirst es so bald wie möglich entfernen lassen. Ich bin 18. Ich kann tun, was ich will. Eleanor hatte recht. Du willst mich nur zu einer Marionette machen, die du kontrollieren kannst. Ich wusste es. Nora, ich verbiete dir, dich jemals wieder mit diesem Mädchen zu treffen. Sie ist eifersüchtig auf dich und will deine Karriere ruinieren. Sie wollte mir nur helfen. Dein Verhalten ist nicht akzeptabel. Dann zog sie mich in mein Zimmer und schloss die Tür ab. Du kannst dort bleiben, bis du zur Vernunft kommst. Ich hämmerte gegen die Tür und schrie, bis meine Stimme heiser war.
aber es war sinnlos. 3 Tage vergingen. Mama brachte mir immer noch Essen, aber sie weigerte sich, mich rauszulassen. Oh nein! Wollte sie mich etwa für immer hier behalten? Eilig rief ich Eleanor an, um Hilfe zu bekommen, aber es klappte nicht. Warum ging sie nicht ans Handy? Dann sah ich plötzlich einen Artikel, in dem stand, dass sich ein Model darüber geäußert hatte, wie Eleanor sie ausgetrickst hatte, um ihr ihren Platz für die kommende Show eines berühmten Designers zu stehlen. Und dieses Model war... ich? Unmöglich! Das war überhaupt nicht passiert! Und ich hatte gar keinen Kontakt mit der Presse gehabt. Dann kam mir ein Gedanke in den Sinn. Mama? Ja, natürlich! Als meine Managerin musste sie das den Medien gesagt haben, um Eleanor zu verleumden, während Eleanor vermutlich dachte, dass ich es war, die das alles getan hatte. Oh, kein Wunder, dass sie meine Anrufe ignorierte. Wütend und enttäuscht über das Verhalten meiner Mutter beschloss ich, mich meinen Twitter-Followern anzuvertrauen. Unerwarteterweise wurde mein Beitrag nach nur 20 Minuten schnell geteilt. Und der Hashtag #RescueNora stand an der Spitze der Suche. Doch dann kam meine Mutter wütend herein und konfiszierte mein Handy. Erwarte nicht, dass jemand herkommt und dich rettet! Am nächsten Morgen wurde ich durch laute Geräusche geweckt, die von draußen kamen. Hm? Was war denn da los? Ich ging zum Fenster und sah eine Menschenmenge, die Schilder mit der Aufschrift Free Nora und Lasst Barbie raus. Aber Moment mal, ich entdeckte ein paar bekannte Gesichter. Eleanor und Philipp. Sie hielten ein großes Schild in der Hand, auf dem stand, wir wollen Nora sehen. Schließlich war Mama unter dem Druck der Menge gezwungen, mich freizulassen. Ehrlich gesagt, war ich den Leuten dankbar, die mich unterstützt hatten, vor allem Eleanor und Philipp. Dank ihnen traute ich mich endlich, mich vor meiner furchtbaren Mutter zu lösen und ich selbst zu sein. Also beschloss ich, in meine eigene Wohnung zu ziehen. Was meine Mutter betrifft, na, ich möchte ihr vergeben, aber es ist schwer. Ich hoffe nur, dass sie einsieht, dass das, was sie getan hat, falsch war. Dann können wir versuchen, unsere Beziehung wieder aufzubauen. Oh, und noch etwas. Von jetzt an werde ich meine Haare nicht mehr bleichen, nur um eine Puppenfrisur wie früher zu bekommen. Ich habe beschlossen, meine natürliche Haarfarbe zu behalten. Es könnte meine Modelkarriere beeinträchtigen. Aber was soll's, es ist mein natürliches Haar und ich mag es. Wie ihr sehen könnt, ist mein Leben mittlerweile echt gut, denn ich habe meine beste Freundin Eleanor und meinen Freund Philipp an meiner Seite. Endlich, nach einem 11-stündigen Flug bin ich am LAX, Los Angeles International Airport, angekommen. Es ist großartig, ich kann es kaum erwarten, meine Mutter zu sehen. Mein Vater ist Franzose und meine Mutter ist Amerikanerin. Wir haben alle zusammen in Frankreich gelebt, aber dann haben sie sich getrennt und meine Mutter ist wieder hierher gezogen. Natürlich habe ich mit ihr über FaceTime und so gesprochen, aber das wird das erste Mal sein, dass ich sie seit 5 Jahren richtig sehe. Ich habe sie noch nie besucht, weil meine Mutter eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau ist und sehr viel arbeitet. Das bedeutete, dass sie keine Zeit hatte, mir die Aufmerksamkeit zu schenken, die ich brauchte. Aber jetzt, wo ich 16 bin und auf mich selbst aufpassen kann, kann ich sie endlich besuchen. Dank meines Vaters und meiner Stiefmutter, die mir ein Flugticket zum Geburtstag geschenkt haben, bin ich jetzt einen ganzen Monat lang im sonnigen LA. Ich kann nicht nur Zeit mit meiner Mutter verbringen, sondern mich auch in ihrer riesigen Villa entspannen. Wie wunderbar. Aber erst muss ich mein ganzes Gepäck holen und dann zu meiner Mutter finden. Ja, leider konnte sie mich nicht abholen, weil sie noch etwas zu tun hatte. Aber kein Problem, das schaffe ich auch alleine. Okay, vielleicht hatte ich mich zu früh gefreut. Ich wartete schon eine halbe Stunde und mein Gepäck war nirgendwo zu sehen. Dann kam dieser gut aussehende Mann auf mich zu und sagte, Hey, es sieht aus, als ob dein Gepäck verschwunden ist. Brauchst du Hilfe? Niedlich und hilfsbereit. An Amerikaner könnte ich mich glatt gewöhnen. Ich zeigte ihm mein Ticket und es stellte sich heraus, dass ich am falschen Gepäckband wartete. Ups. Nachdem er mich zum richtigen Band geführt hatte, zog der Typ, dessen Name, wie ich herausfand, Zack war, sogar mein Gepäck für mich herunter. Aber einer meiner Koffer blieb stecken und platzte auf, sodass alles herauspurzelte. Mädchen, heute ist wirklich nicht dein Glückstag, was? Er brach in Gelächter aus. Naja, wenigstens war nicht alles schlecht. Ich meine, ein süßer Typ hatte mich gerettet, oder? Er half mir, meine Sachen aufzusammeln und bot mir dann sogar an, mich zu meiner Mutter zu fahren. Nach etwa 30 Minuten wurde er langsamer. Ich schaute aus dem Fenster und, oh mein Gott, das ist die schickste Villa aller Zeiten. Der Pool, der Tennisplatz, die Palmen, es war genau wie bei einem Filmstar zu Hause.
Ich starrte gerade auf die Villa, als ich plötzlich einen Automotor hörte. Erschrocken drehte ich mich um und sah Zack davonbrausen. »Mein Koffer!« schrie ich. »Mein Laptop und mein iPad waren auch da drin. Oh Gott, warum passierte ausgerechnet mir das? Und das an meinem ersten Tag in den USA? Wenigstens hatte ich noch mein Handy und meinen Reisepass dabei. Puh, also rief ich schnell meine Mutter an. Unnötig zu sagen, dass ich völlig verstört war, als sie ankam. Wer hätte gedacht, dass sich ein so nett aussehender Kerl als Dieb entpuppte? Wie auch immer, meine Mutter konnte mir neue Klamotten und andere Dinge kaufen. Und ich konnte immer noch eine tolle Zeit in ihrer Villa haben, oder? Mama führte mich in mein Zimmer und sagte mir, ich solle mich ausruhen. Nach diesem Desaster war ich völlig erschöpft und schlief schnell im bequemsten Bett aller Zeiten ein. Als ich aufwachte, war es schon dunkel draußen. Mir fiel auf, dass ich seit dem Flug nichts mehr gegessen hatte. Also ging ich nach unten und durchsuchte den Kühlschrank und die Schränke. Aber sie waren alle leer. Ich kramte noch in der Küche herum, als meine Mutter mit ein paar Burgern zurückkam. Schatz, ich bin erst gestern von meiner Geschäftsreise zurückgekommen. Also hatte ich noch keine Zeit, einkaufen zu gehen. Lass uns heute einfach Fastfood essen, okay? Es machte mir nichts aus, denn es war toll, nach so langer Zeit mal wieder mit meiner Mutter zu Abend zu essen. Ich schaute mich im Zimmer um. Es gab kaum Möbel hier. Meine Mutter sagte, das sei Minimalismus, ein trendiger Lebensstil in L.A. heutzutage. Weniger ist mehr. Wie cool ist das denn? Am nächsten Morgen gingen wir hinaus. Aber was war das für ein altes, rostiges Auto? Als sie meinen verwirrten Blick sah, erklärte sie mir schnell, dass das nur vorübergehend sei, da ihr Auto in der Werkstatt sei. Aber dann konnte Mama das Garagentor nicht mehr öffnen. Wie sich herausstellte, hatte sie normalerweise ihren eigenen Chauffeur. Aber da ich tausende von Kilometern gereist war, um sie zu besuchen, wollte sie selbst fahren. Wie süß. In den folgenden Tagen amüsierten meine Mutter und ich uns in L.A. Sonnenbaden am Pool, Wellness-Tage, Shopping, das war definitiv der beste Urlaub meines Lebens. Zumindest bis... An diesem Morgen wurde ich von einem lauten Streit geweckt. Als ich von der Treppe herunterschaute, sah ich meine Mutter im Wohnzimmer mit einer fremden Frau. Sie deutete auf die Couch. Oje, da hatte ich gestern beim Sushi-Essen Sojasauce verschüttet. Danach tauchte meine Mutter auf und sagte mir ganz aufgeregt, ich solle schnell meine Sachen packen, da wir abreisen würden. Mama, ist irgendwas nicht in Ordnung? Ach, nichts, Süße. Es ist nur wegen der schmutzigen Couch. Also lass uns einfach jemanden holen, der die ganze Villa sauber macht. Wow, Mama ließ also wirklich wegen eines Sojasoßenflecks das ganze Haus gründlich reinigen. Wie reich war sie? Und wo werden wir dieses Mal wohnen? Ein luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel? Oder in einem prächtigen Herrenhaus in Beverly Hills? Doch dann kam das Auto zum Stehen. Vor einem schäbigen Wohnhaus. Hä? Das konnte nicht richtig sein. Mama hatte mir gesagt, dass dies die Ersatzwohnung ihrer Freundin sei. Und dass wir der Einfachheit halber ein paar Tage hierbleiben würden. Alana, es ist wahrscheinlich das Beste, wenn du dich von den Leuten in dieser Gegend fernhältst. Sie haben nicht denselben Lebensstil wie wir. Du weißt, was ich meine. Ja, dieser Ort war das Gegenteil der Villa. Ich hatte nur ein kleines Zimmer, ein hartes Bett und das Bad hatte nicht mal eine Badewanne. Seitdem ich hierher gezogen war, ging meine Mutter nicht mehr mit mir aus. Abends zog sie sich immer elegant an und ging zu ihren schicken Arbeitstreffen. An einem dieser Abende saß ich allein zu Hause, schaute YouTube und aß zum fünften Mal in dieser Woche Pommes Fritz, als es an der Tür klopfte. Ich öffnete und da stand ein schmuddeliger Typ, der behauptete, Frankie, der Sohn des Vermieters, zu sein. Ich sagte ihm, dass es sich um einen Irrtum handeln müsse, da wir nur ein paar Tage hier seien. Dann wollte ich die Tür schließen, aber er blockierte sie mit seinem Fuß. Miss Anita hat diese Wohnung seit 2 Jahren gemietet. Was meinst du mit ein paar Tagen? Ich habe gerade gesehen, wie sie vor der Tür ein Taxi genommen hat. Lüg mich nicht an. Nein, meine Mutter ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und hat eine Villa in Brentwood Park. Dann musst du deine Mutter mit jemandem verwechselt haben. Kurz gesagt, erinnere deine Mutter, die Geschäftsfrau ist, daran die Miete zu bezahlen. Sagte er spöttisch und ging weg. Wie konnte er es wagen, so etwas zu sagen? Und warum treffe ich immer wieder auf Idioten? Als Mama zurückkam, erzählte ich ihr, was passiert war. Ich dachte, sie würde es lustig finden oder so, aber nein. Stattdessen wurde sie richtig wütend. Du hättest ihm nicht die Tür öffnen sollen.
Ich habe dir gesagt, du sollst dich nicht mit den Leuten hier abgeben. Okay, solche erfundenen Lügen über sich selbst zu hören, muss ätzend sein. Aber musste sie deswegen gleich so wütend werden? Am nächsten Morgen trank ich gerade Tee auf dem Balkon, als ich plötzlich ein bekanntes Gesicht auf der Straße vorbeigehen sah. Mein Gott, es war der Trottel vom Flughafen, Zack. Dieb, rief ich und eilte nach unten. Aber als ich dort ankam, war er verschwunden. Ich war immer noch verärgert, als ich hinter mir eine Stimme hörte. Warum in aller Welt schreist du am frühen Morgen hier so rum? Ich drehte mich um und sah Frankie, der mit verschränkten Armen an der Wand lehnte. Das geht dich nichts an, Schwindler! Hm? Schwindler? Wie meinst du das? Hör auf zu lügen! Ich habe meiner Mutter schon alles darüber erzählt, dass du versuchst, Geld von mir zu bekommen. Hm? Ist das so? Du denkst also, ich bin hier der Lügner? Bevor ich diese provokante Frage beantworten konnte, hörte ich die Stimme meiner Mutter vom Balkon herabrufen. Hey, reiches Mädchen, wenn du einen Realitätscheck willst, schlage ich vor, du kommst heute Abend zu mir und wir folgen deiner Mutter. Plötzlich erschien Mama und fragte mich stirnrunzelnd, warum ich mit Frankie rede. Ich sagte ihr einfach, ich hätte nach dem Weg gefragt, ging dann schnell in mein Zimmer und schloss die Tür. Frankie war eindeutig ein diebischer, lügender Idiot, richtig? Aber warum gingen mir dann seine Worte nicht mehr aus dem Kopf? Mir waren ein paar seltsame Dinge aufgefallen. Zum Beispiel, als wir in der Villa waren, fragte ich Mama, wo das Besteck war. Aber sie konnte sich nicht erinnern. Aber in dieser Wohnung holte sie es sofort. Und warum war ein Foto von ihr im Schlafzimmer, wenn es doch die Wohnung ihrer Freundin war? An diesem Abend, als Mama sich wieder zum Ausgehen bereit machte, entdeckte ich ihre Halskette. Nur, dass es eigentlich meine Halskette war. Die, die zusammen mit dem Rest meiner Sachen gestohlen worden war. Mein Vater hatte die Kette extra für mich anfertigen lassen, damit sie einmalig war. Aber warum hatte Mama sie? Ich machte ihr ein Kompliment und fragte sie, woher sie sie hatte. Sie errötete und erzählte mir aufgeregt, dass dieser reiche Mann, mit dem sie gerade angefangen hatte auszugehen, sie für sie gekauft hatte. Dann sagte sie, dass er sie heute Abend zum Essen einladen würde. Ich zwang mich zu einem Lächeln, aber mein Kopf war voller Fragen. Wer war eigentlich Mama? Ich folgte meiner Mutter heimlich die Straße hinunter. Plötzlich klopfte mir eine Hand auf die Schulter. Lass uns gehen. Ich drehte mich um und es war Frankie. Ohne etwas zu sagen, nickte ich, stieg schnell in sein Auto und wir folgten Mamas Taxi. Wartet mal, war das nicht die Villa, in der wir vorher gewohnt hatten? Nach einer Weile kam ein Luxuswagen, der meine Mutter zu einem teuren Restaurant in der Nähe brachte. Wir sperrten durch die Glaswand und da war sie. Meine Mutter saß dort, lächelte und unterhielt sich mit einem Mann im Anzug. Gab sie vor, in dieser Villa zu wohnen, um diesen Mann zu täuschen? War meine Mutter nur hinter seinem Geld her? Ich konnte das nicht länger mit ansehen, also zog ich an Frankies Arm. Aber seltsamerweise schien er genauso schockiert zu sein wie ich. War das nicht deine Idee? Warum das blasse Gesicht? Er schüttelte nur den Kopf und brachte mich nach Hause. Wir warteten in der Wohnung auf Mamas Rückkehr und, oh Mann, war die Stimmung angespannt. Gegen Mitternacht hörten wir, wie die Tür aufging. Und Mama kam herein und sah uns alarmiert an. Sie fing an, Frankie aus der Wohnung zu scheuchen. Aber ich unterbrach sie. Mama, ich weiß alles. Du wohnst hier seit 2 Jahren. Du bist arm und du betrügst reiche Männer. Schätzchen, so ist das nicht. Beruhige dich bitte und ich erkläre dir alles. Es stellte sich heraus, dass sie nach der Scheidung von meinem Vater entschlossen war, zurück in die USA zu gehen und im Geschäft erfolgreich zu sein. Aber sie scheiterte und das war ihr so peinlich, dass sie mich und meinen Vater belog. Als sie dann hörte, dass ich zu Besuch kommen würde, gab sie ihre wenigen Ersparnisse aus, um eine protzige Villa für mich zu mieten. Aber als ich aus Versehen Sojasauce auf die teure Couch verschüttete, konnte sie es sich nicht leisten, sie zu reparieren und so wurden wir rausgeschmissen. Was den Mann betrifft, mit dem ich heute Abend zusammen war, so habe ich ihn auf einem Spaziergang vor der Villa getroffen. Er ist reich und nett. Er mag mich und ich mag ihn auch. Aber was ist mit der Halskette? Mama, sie gehört eigentlich mir. Sie war in meinem gestohlenen Koffer. Meine Mutter sah verwirrt aus, aber bevor sie etwas sagen konnte, platzte Frankie heraus. Dieser Mann ist auch ein Betrüger. Mama und ich starrten Frankie an, als er sich zu mir umdrehte und sagte: Es tut mir leid, aber ich glaube, ihr müsst die Wahrheit erfahren.
Dann erzählte Frankie uns, dass dieser Mann niemand anderes als Zacks Vater war. Nachdem er mich in die Villa zurückgebracht hatte, fand Zack heraus, dass meine Mutter reich war, also überredete er seinen Vater, mit ihr zu flirten. Aber wie hast du das schmutzige Geheimnis dieser Typen herausgefunden? Weil ich Zack kenne. Als ich sah, wie Elena ihn verfolgte, wusste ich, dass er sie bestohlen hatte. Aber er ist mein Freund. Na toll, ihr habt mich also beide angelogen. Dann rannte ich in mein Zimmer, schloss die Tür ab und brach in Tränen aus. Am nächsten Morgen klopfte Mama an meine Tür, aber ich ignorierte sie. Elena, ich verstehe, dass du sauer auf mich bist. Aber ich habe dir ein Sandwich hingestellt, also iss bitte wenigstens etwas. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte nur die perfekte Mutter für dich sein. Ihre Worte brachten mich wieder einmal zum Schluchzen. Aber ich kann aus tiefstem Herzen sagen, dass sie mir leid tut. Danach öffnete ich die Tür und umarmte sie fest. Und dann fielen wir uns beide heulend in die Arme. Ich verlasse L.A. heute mit meiner Mutter. Sie zieht mit mir zurück nach Frankreich, wo sie neu anfangen kann. Während ich meinen Koffer zum Taxi schleppte, erschien Frankie und entschuldigte sich bei mir. Ich zuckte nur mit den Schultern und sagte ihm, dass es keine Rolle mehr spielt. Ich meine, wenigstens hat er am Ende die Wahrheit gesagt und meine Mutter vor diesem Schwindler gerettet. Hey, reiches Mädchen, viel Glück. Und zögere nicht, dich zu melden. Und jetzt? Naja, Mama hat sich wieder in das französische Leben eingelebt. Sie hat einen neuen Job und eine schicke Wohnung. Ich fahre jedes Wochenende zu ihr. Und es ist schön, endlich Zeit mit ihr zu verbringen, wie sie wirklich ist. Was Frankie angeht, nun, wir schicken uns jede Menge Snapchats. Also, okay, vielleicht mag ich ihn irgendwie. Ich plane, ihn im Sommer zu besuchen. Hoffentlich wird meine nächste Reise in die USA nicht ganz so verrückt wie meine letzte. Hallo Bohnen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin so aufgeregt, euch meinen heutigen Gast vorzustellen, meine Tochter Elle. Sag Hallo, Süße. Hi, wir machen heute Butter von Grund auf. Ich bin so aufgeregt. Elle, kannst du das bitte richtig machen? Mama, das ist schon der 6. Versuch. Ich kann nicht einmal mehr meine Arme spüren. Wenn du immer noch nicht zufrieden bist, dann filme es selbst. Hey, ich bin Elle, eine Highschool-Schülerin, die mit ihrer Mutter in Wisconsin lebt. Von außen betrachtet gibt es nichts Ungewöhnliches an uns, außer dass meine Mutter ein Vintage-Fan ist. Siehst du? Sie wurde sogar eine berühmte YouTuberin für ihren Lebensstil der 1950er Jahre. So zu leben war zwar anstrengend, aber so kam das Essen auf den Tisch, also musste ich mich damit abfinden. Aber manchmal bestand meine Mutter sogar darauf, dass ich sie in ihren Videos begleite, so wie heute. Und nicht nur das, wann immer wir zusammen ausgingen, zwang sie mich, die kitschigsten Vintage-Kleider zu tragen, damit ich ihre Ästhetik nicht ruinierte. Für mich als Hip-Hop-Tänzerin war das eine Tortur. Siehst du, ich sehe in diesen Klamotten viel besser aus. Oje, was sind das für furchtbare Fäden? Hier, probiere das. Das ist wirklich der Hammer. Der Hammer, hat sie gesagt? Eher wie Oma. Ah, so hübsch. Tantchen, du hast so einen guten Geschmack. Das ist Daisy, meine Cousine und auch Schulkameradin, die sich viel besser mit meiner Mutter versteht. Oje, ich kann nicht zulassen, dass dieses hässliche Kleid mit uns nach Hause geht. Wenn du es so sehr magst, warum nimmst du es nicht einfach mit, Daisy? Mama ging dann mit noch mehr schäbigen Kleidern zur Kasse, bereit zu bezahlen, aber... Oje. Wo habe ich es nur hingetan? Ich glaube, ich komme ein anderes Mal wieder. Ah, vermisst du etwas, Mami? Ist schon okay, Frau Faye. Sie sind Stammkunde, also können Sie nächstes Mal bezahlen. Warte, was? Nein! Jetzt musste ich auch dieses hässliche Kleid zu der langweiligen Veranstaltung tragen, zu der mich Mom geschleppt hat. Denn je mehr, desto lustiger. Auf dem Weg dorthin redete Mom wie ein Wasserfall darüber, wie ich mich auf der Party verhalten sollte, als plötzlich... Hä? Was war jetzt? Wahnsinn, das muss das 3. Mal sein, dass dieser Schrotthaufen diesen Monat kaputt geht. Ist das nicht fantastisch? Und wir haben nicht einmal ein Telefon, um Hilfe zu rufen. Ehrlich, habe dir doch gesagt, dass es lächerlich wäre, mit Smartphones aufzutauchen und sich so zu kleiden. Außerdem haben die Leute früher auch gut ohne sie gelebt. Hör auf, dich so sehr auf sie zu verlassen. Glaub mir, ein Adliger wird uns bald zur Hilfe kommen. Bleib hier und warte so lange du willst. Ich werde mich nach einer Werkstatt umsehen. Aber ich schaffte nur ein paar Schritte, bevor ein schickes Auto anhielt.
Ein alter Mann im Anzug stieg aus und bot mir seine Hilfe an. Wie sich herausstellte, war er einer von Mamas Abonnenten und bat sogar um ein Foto. Vielen Dank, dass Sie meinen Wagen gerettet haben. Sie sind der tollste Mensch. Meine Güte, jetzt fängt sie schon wieder mit ihren altmodischen Slangs an. Anschließend erreichten wir dieses Ernstville. Und sobald wir ankamen, rannte Mama sofort zu ihren Promi-Freunden und posierte für Fotos, während ich verloren und verwirrt zurückblieb. Während ich versuchte, mich in diesem Wahnsinn zurechtzufinden, erregte ein Geflüster meine Aufmerksamkeit. Ist das nicht Faye? Sie ist so extra, dass ich nicht einmal über die erste Minute ihrer Videos hinauskomme. Ach ja? Und trotzdem dachte Mama, dass die ganze Welt ihr fern sei. Ich verstehe nicht, warum sie so sehr mit diesen falschen Leuten hier sein wollte. Ich hatte keine Lust auf diesen stickigen Ort, also ging ich nach draußen, um etwas Luft zu schnappen. Als ich die Straße entlang lief, sah ich eine Gruppe von Teenagern, die zu Oldschool-Hip-Hop tanzten. Das ist genau mein Ding. Aber warte. Boah, dieses blöde Kleid. Jetzt kommt meine Marmelade dran. Also schloss ich mich der Menge an und ließ mich vom Adrenalin überwältigen. Alle schienen beeindruckt zu sein und machten mir sogar Platz, um zu glänzen. Dann gesellte sich einer von ihnen zu mir. Ich fühlte mich wirklich gut, als mich eine vertraute, kreischende Stimme aufschreckte. Was in aller Welt machst du da? Schüttel den Kies jetzt auf! Dann zerrte mich Mama zum Auto und fuhr direkt nach Hause. Gringles, ist dir klar, dass das perfekte Bild, das ich mir all die Jahre aufgebaut habe, in Trümmern liegt, wenn dich jemand so sieht? Dann zieh mich nicht in diese Dinge hinein. Mach es alleine. Benimm dich. Du sollst dir etwas Praktischeres suchen, als zu tanzen wie diese Nichtsnutze und Faulpelze. Ich hatte die Nase voll. Wütend stürmte ich in mein Zimmer und blieb dort die ganze Nacht. Am nächsten Morgen wachte ich mit dem Knurren meines leeren Magens auf. Als die Luft rein war, ging ich nach unten, um im Kühlschrank nach Essen zu suchen. Oh, was ist das für ein Geruch nach faulen Eiern? Mein Gott, dieser Kühlschrank muss noch aus Napoleons Zeiten stammen. Widerwillig griff ich nach einer Fertigsuppe, aber die Mikrowelle wollte sie nicht einmal aufwärmen. Und ratet mal, meine Mutter hat über $500 nur für diesen nutzlosen 50er-Jahre-Look ausgegeben. Dann beschloss ich, mir einen Film anzusehen, um etwas Dampf abzulassen. Aber der uralte Fernseher ließ sich auch nicht einschalten. Unglaublich, funktioniert in diesem rostigen Puppenhaus eigentlich irgendetwas? Ich muss hier raus, bevor ich noch wahnsinnig werde. Oh, nebenan ist eine neue Familie eingezogen. Warte mal, ist das nicht der Typ, mit dem ich gestern Abend getanzt habe? Er lächelte und winkte mir zu, aber ich konnte mich nur zu einem Lächeln zwingen und nickte zurück. Hey, warum das lange Gesicht? Wenn dir langweilig ist, komm und hilf mir. Dann zerrte er mich in seinen Garten, bevor ich etwas erwidern konnte. Als wir fertig waren, ruhten wir uns auf der vorderen Veranda aus. Es stellte sich heraus, dass sein Name Royce war. Er war gerade mit seinem Vater hierher gezogen und hatte sich an meiner Schule eingeschrieben. Ich muss zugeben, dass er ein ziemlicher Charmeur ist. Und innerhalb weniger Minuten fühlte ich mich wohl genug, um ihm von meinem unkonventionellen Leben mit Mom zu erzählen. Meine Mutter hat viel zu viel Freizeit. Ich wünschte, sie würde sich einen Mann suchen, dann würde sie vielleicht aufhören, an mir herumzunörgeln. Mein Vater ist immer beschäftigt. Wenn er jemanden an seiner Seite hätte, würde er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollen und wäre nicht so ein Workaholic. Warte mal. So, wie wäre es, wenn wir sie... Ein Pärchen! Heute ist es soweit. Unsere Eltern haben einen sehr engen Zeitplan, sodass die Planung dieses Dates viel Mühe gekostet hat. Aber soweit so gut. Ich habe meiner Mutter gesagt, sie solle sich dieses Vintage-Restaurant in der Stadt ansehen. Während Royce seinem Vater gesagt hat, er solle etwas Zeit für Vater-Sohn-Beziehungen haben. Dann sind wir versehentlich zusammengestoßen und haben uns an einen Tisch gesetzt. Seht euch meine Mutter an, wie sie anmutig die Haare zurechtrückt und ganz charmant tut. Ich blinzelte Royce zu. Und dann entschuldigten wir uns, um den Tisch zu verlassen, damit die Erwachsenen etwas Zeit für sich haben. Es ist eine Weile her, mal sehen, wie es den beiden geht. Du meine Güte, hat Mr. Phillips an den Spaghetti geschlürft? Er machte eine Sauerei und Mom schien es sehr peinlich zu sein. Wir eilten sofort hin, um dieses Date zu retten, bevor es zu spät ist. Am Ende des Abends, als wir dachten, das Schlimmste läge hinter uns, ging Mr. Phillips hinaus, ohne Mom die Tür aufzuhalten, sodass sie ihr ins Gesicht zurückschwang. Donnerwetter! Aller Anfang ist schwer, schätze ich. Uff. In den nächsten Tagen zermarterten Royce und ich uns das Hirn, um einen Weg zu finden, ihre aufkeimende Beziehung zu retten. Und kamen zu diesem Ergebnis. Mama, ich habe mir beim Training den Knöchel verstaucht. Kannst du mich bitte abholen? Hey Dad, ich habe meine Brieftasche im Übungsraum vergessen. Kannst du sie auf dem Heimweg abholen? Dann warteten wir, bis unsere Eltern auftauchten und gingen rein, um die Tür abzuschließen und sogar das Licht auszuschalten, damit es dramatisch wirkt. Ich hörte sofort den entsetzten Schrei meiner Mutter. Dann wurde es ruhig im Raum. Ich wette, Mr. Phillips hatte sie beruhigt.
Wir warteten ein paar Minuten, bevor wir den Wachmann riefen, damit er die Tür öffnete. Aber entgegen unserer Erwartung war derjenige, der hysterisch war, Mr. Phillips, der jetzt schluchzend in den Armen meiner Mutter liegt. Moment mal, was? Es stellte sich heraus, dass Royce vergessen hatte, dass sein Vater, der immer mit eingeschaltetem Licht schläft, in der Tat nyktophobisch ist. Das war's mit Plan B. Das war übel. Alles geht den Bach runter und die Zeit drängte, denn Roys Vater musste bald wieder auf Geschäftsreise gehen. So können wir die Niederlage nicht hinnehmen. Es muss doch irgendetwas geben, in dem dein Vater wirklich gut ist, oder? Ich weiß nicht. Er ist gut darin, Sachen zu reparieren. Ha, dann weiß ich, was ich als nächstes tun muss. Während Mom duschte, wartete ich darauf, dass mein Plan in Gang kam. 3, 2, 1... Ah, Al, hilf mir! Ich rannte zu ihr hinüber und sah, wie Wasser aus einem kaputten Wasserhahn schoss. Nach ein paar Minuten des Kampfes rief ich bei Royce zu Hause um Hilfe, auch bekannt als Mr. Phillips. Als er ankam, ging er sofort ins Bad und half Mama aus dem Pool. Er sah viel zu cool aus, genau wie Superman. Jetzt ist es an der Zeit, dass seine Stärken zum Vorschein kommen. Wie erwartet hat er alles in Windeseile in Ordnung gebracht und Mama hat die beiden als Dankeschön sogar zum Essen eingeladen. Während des Essens lobte Mr. Phillips immer wieder die Kochkünste meiner Mutter. Er gab zu, dass ihn diese Gemütlichkeit an die guten alten Zeiten erinnerte. Als wir sahen, wie die Dinge zwischen den beiden eskalierten, waren Royce und ich schnell fertig und entschuldigten uns, damit sie etwas Zeit für sich hatten. Mein Dad hat recht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal als Familie zusammengesessen haben. Dann erzählte er mir, dass sich seine Eltern vor ein paar Jahren scheiden ließen und dass sie wegen der Arbeit seines Vaters ständig von einem Ort zum anderen gezogen waren, was ihn sehr anstrengte. Als ich seinen traurigen Blick sah, tat er mir so leid. Ich wollte ihn einfach nur in den Arm nehmen. Moment mal, was für ein Unsinn habe ich mir dabei gedacht? Ich verdrängte diese seltsamen Gedanken sofort und wir unterhielten uns bis spät in die Nacht. Am nächsten Tag in der Schule unterhielt ich mich wie immer mit Royce, als unser Gespräch plötzlich unterbrochen wurde. Oh mein Gott, bist du nicht der neue Typ? Woher kennst du ihn? Wo kommt Daisy denn her? Und ist die Freundschaft mit Royce etwas Seltsames? Dann flüsterte sie mir zu, dass Royce gutes Aussehen den anderen Schülern nicht verborgen geblieben war. Wow, kein Wunder, dass ich das Gefühl hatte, wir würden beobachtet, wenn wir in der Schule abhingen. Daisy mischte sich dann zwischen uns und redete ununterbrochen mit Royce, sogar auf dem Heimweg. Obwohl ihr Haus offensichtlich nicht in der gleichen Richtung lag wie seines. Wie ärgerlich. Aber die gute Nachricht ist, dass Mama zu Hause zu schweben schien. Ich habe sie dabei erwischt, wie sie Liebeslieder mitgesummt hat. Und sie hat mich überhaupt nicht genervt, als ich zum Tanztraining ging. Royce erzählte auch, dass sein Vater in bester Laune war. Zwischen den beiden sind definitiv die Funken geflogen. Unser Plan hat endlich funktioniert. Gut gemacht, Schwesterherz. Wollte ich wirklich seine Stiefschwester werden? Ich sollte doch mit diesem Ergebnis zufrieden sein, oder? Aber was ist das für ein ungutes Gefühl? Eines Tages beim Training kam ich zu Daisy und Royce und fühlte mich sofort unwohl, also rollte ich mich in eine Ecke. Warum reagierte ich so, als ich sah, dass sie sich so nahe waren? Ist es möglich, dass ich mich in ihn verliebt habe? Das kann nicht sein. Wir werden eine Familie sein, also kann so etwas nicht passieren. Nach diesem Tag versuchte ich, Royce zu meiden. Trotz seines neuen Mädchens hat er mich immer noch genervt, aber ich hielt meinen Abstand. Ich grübelte den ganzen Heimweg über, als ich meine Mutter am Telefon hörte, als ich das Haus betrat. Und ich backe dir einen Pekannusskuchen, Liebling. Moment mal, Royce und sein Vater waren beide allergisch gegen Pekannüsse. Also, in wen ist sie dann so verknallt? Am nächsten Tag sagte ich Mom wie üblich, dass ich zum Training gehen würde, blieb aber tatsächlich vor dem Haus, um mich an Mama heranzupirschen. Ich sah sie auf der Couch, wie sie einen fremden Mann per Video anrief. Oh Gott, hat meine Mom wirklich Royces Dad betrogen? Wie konnte sie nur? Noch immer unter Schock stehend, schlich ich zur Graffiti-Allee und entdeckte dort Royce und Daisy. Sie schienen über etwas sehr Ernstes zu reden. Also, wusstest du es schon? Ja, schon vor Ewigkeiten. Aber es ist klar, dass wir jemandem nicht Liebe einfach aufzwingen können. Du meinst also, wir sollen einfach aufgeben und fröhlich zusehen, wie sie sich mit anderen Leuten treffen? Oh nein, sie wussten auch schon, dass Mama Mr. Phillips untreu war? Wie peinlich! Genau in diesem Moment entdeckte mich Daisy und ich rannte hektisch davon. Am nächsten Tag nach der Schule wollte Daisy mit mir unter vier Augen sprechen. Aber es geht nicht darum, was gestern passiert war. Tu mir einen Gefallen und hör auf, die ganze Zeit um Royce herumzuschleichen, ja? Aber Royce ist mein Freund. Ich kann nicht einfach aufhören, ihn zu treffen, nur weil du es sagst. Plötzlich fiel Daisy zu Boden. Autsch, warum hast du mich geschubst? Was macht sie denn da? Genau in diesem Moment tauchte Royce auf und sah besorgt nach ihr. Okay, jetzt weiß ich, was hier los ist. Tut mir leid, ich helfe dir. Als sie gerade aufstehen wollte, schubste ich sie.
Jetzt weißt du, wie sich mein richtiger Stoß anfühlt. Ich bemerkte Roys verblüfften Blick, aber ich ging einfach weg. Jetzt, wo ich in seinen Augen nicht mehr so toll aussehe, wird er aufhören, sich mir zu nähern. Süße, was ist denn los? Was los ist? Das ist alles deine Schuld. Wenn du Herrn Phillips nicht betrogen hättest, wäre alles in Ordnung. Wie meinst du das? Wen betrügen? Dann brach meine Mutter in Gelächter aus, nachdem ich es ihr erzählt hatte. Es stellte sich heraus, dass sie nie zusammen waren. Sie haben unseren Verkupplungsplan schon früh durchschaut, aber beschlossen, einfach gute Freunde zu sein. Und die Person, mit der ich Mom bei einem Videotelefonat gesehen habe, war ihr Freund. Aber sie hatte ihn noch nicht vorgestellt, weil sie erst seit kurzem zusammen sind. Aber warum haben wir uns überhaupt verabredet? Endlich hatte ich die Gelegenheit, ihr zu sagen, wie ich mich wirklich fühlte. Weil ich in ihre alte Welt gezwungen wurde und meiner Liebe zum Streetdance nicht nachgehen konnte. Mom war einen Moment lang still, dann sagte sie, ach, wie dumm ich doch war. Ich habe Fremde dazu inspiriert, ihren Träumen nachzugehen, aber meine eigene Tochter hindere ich daran, ihre Träume zu verwirklichen. Ich fühlte mich so viel besser, nachdem ich ihr mein Herz ausgeschüttet hatte. Ich habe auch Roys Situation mit seinem Vater erwähnt und sie hat versprochen, mit ihm darüber zu reden. Warte mal, das bedeutet... Mama, du und Mr. Phillips seid auch nur gute Freunde, richtig? Sofort rannte ich los, um Royce zu suchen. Wie aufs Stichwort klingelte es an der Tür und es war... Daisy. Welches Spiel spielt sie jetzt? Wenn sie hier ist, um herumzualbern, dann soll sie mich endlich angreifen. Aber überraschenderweise entschuldigte sich Daisy. Es tut mir leid, ich war nur von Eifersucht geblendet. Und da läuft nichts zwischen mir und Royce. Er hat mich schon an dem Tag abgewiesen, als du uns in der Graffiti-Allee gesehen hast. Außerdem hat er mich gebeten, dir das hier zu geben. Ich öffnete die Schachtel und sah einen bezaubernden Schlüsselanhänger mit der Aufschrift Ich liebe dich. Hier ist das ein Liebesgeständnis? Aber da ist auch ein Zettel, auf dem steht Ich gehe in eine andere Stadt, bis wir uns wiedersehen. Nein, nein, nein! Ich sprintete sofort zu seinem Haus. Oh Gott, er ist schon am Packen. Ohne nachzudenken, umarmte ich ihn und fing an zu schluchzen. Also, hast du meine Nachricht gelesen? Ja. Und was hältst du davon? Ich fühle dasselbe, aber du gehst weg, wirklich? Dann wurde sein Lächeln verspielt und er gab zu, dass er mich nur verarschen wollte. Es stellte sich heraus, dass er wegfuhr, aber nur für ein paar Tage zu einem Tanzwettbewerb. Wirklich? Das ist großartig. Aber ich kann dir noch nicht verzeihen, dass du mich ausgetrickst hast. Also, ja, obwohl wir unsere Eltern nicht dazu bringen konnten, zusammen zu sein, wurden wir beide tatsächlich ein Paar. Also ist unser Matchmaking-Programm kein totaler Misserfolg, oder? Wir konnten sogar ein paar Dinge zum Besseren verändern. Zum Beispiel hat Mama mit Royces Papa gesprochen und er hat zugestimmt, vorerst nicht umzuziehen, damit sich sein Sohn einleben kann. Mama hat auch versprochen, nach ihm zu sehen, wenn sein Papa auf Geschäftsreise ist. Was unsere Familie betrifft, hat sich meine Mutter nicht mehr so sehr bemüht, so zu tun, als würde sie nicht im Jahr 2023 leben. Sie baut jetzt auch manchmal moderne Elemente in ihre Vlogs ein und sogar ich werde ein regelmäßiger Gast auf ihrem Kanal. Hey Bohnen, heute backen mein Verlobter und ich zusammen mit meiner Tochter und ihrem Freund diesen fabelhaften Kokosnusskuchen. Sie sind Hip-Hop-Tänzer, schau dir ihren Kanal an, wenn dir das gefällt. Sie sind wirklich der Schlafanzug der Katze. Sarah, langsam solltest du aber wirklich mal heiraten. Wovon redest du da bitte? Heiraten? Auf keinen Fall. Ich gehe doch noch zur Schule. Ach komm schon. Einen reichen Mann zu heiraten wird dir viel mehr bringen, als die Schule zu beenden. Mama, ich bin nicht so wie du. Ich gehe gerne zur Schule. Und jetzt lass mich in Ruhe. Diese Unterhaltung hatte ich vor etwa 2 Monaten mit meiner Mutter geführt. Und jetzt seht mich an, jetzt wohne ich in einer der luxuriösesten Villen in ganz Boston. Ich heiße übrigens Sarah, bin 16 und gehe noch zur Highschool. Mein Leben war noch nie normal. Erstens habe ich keinen Vater und meine Mutter ist total verantwortungslos und gibt das Geld, das wir haben, lieber für Partys und Männer aus. Natürlich hat sie nicht einmal einen Job, also sind wir immer darauf angewiesen, dass uns ihre neueste Affäre unterstützt. Meine Mutter hat sich nie wirklich um mich gekümmert. Also halte ich mich einfach aus ihrem Leben raus. Sie kann tun, was sie will, solange ich tun kann, was ich will. Und was ich will, ist zu studieren, damit ich ein besseres Leben haben kann als sie. Aber wie immer musste sie sich in mein Leben einmischen und hat mich vor 2 Monaten gezwungen, die Schule abzubrechen und zu heiraten. Natürlich habe ich mich geweigert und bin sogar ein paar Tage in den Hungerstreik getreten, aber dann sagte sie eines Tages, Morgen werden sich unsere beiden Familien treffen. Wenn du nicht kommst, werde ich zu deiner Schule gehen und ihnen sagen, dass du nicht zurückkommst. Aber wenn du kommst, kannst du trotzdem zur Schule gehen, zumindest bis zur Hochzeit.
Schule, sie benutzt mal wieder das, was ich liebe, gegen mich, um mich zu zwingen, bei all ihren lächerlichen Plänen mitzumachen. Gut, ich hatte zugestimmt. Ich meine, es war nur eine Verabredung. Es war ja nicht so, dass sie mich unter Druck setzen könnten, sofort zu heiraten, oder? Am nächsten Tag machte ich mich also mit meiner Mutter auf den Weg, um Adams Familie zu treffen. Ich war schockiert, als ich ihn sah. Er trug eine Maske, die die Hälfte seines Gesichts verdeckte. Und er saß einfach nur da, sagte kein Wort und starrte mich an, ohne auch nur zu blinzeln. Ehrlich gesagt war er ziemlich unheimlich. Aber seine Eltern schienen nett zu sein und sie erklärten, dass er als Kind einen Unfall gehabt hatte, der ihm eine schwere Brandnarbe im Gesicht beschert hatte. Deshalb trug er die Maske, um die Leute nicht zu verschrecken. Ich konnte sehen, wie er mich beobachtete und auf meine Reaktion wartete. Also versuchte ich zurückzulächeln. Er tat mir so leid, aber gleichzeitig wollte ich auf keinen Fall mein Leben mit diesem Kerl verbringen. Also beschloss ich, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Alles, was ich tun musste, war, seine Eltern dazu zu bringen, dem Arrangement zu widersprechen. Also stellte ich mich so ungeschickt wie möglich an. Ich wollte den schlechtesten ersten Eindruck aller Zeiten machen. Sobald der Wein eingeschenkt war, beugte ich mich vor und schüttete das Glas seiner Mutter über ihr weißes Kleid. Meine Mutter sah peinlich berührt aus, aber ich hörte nicht damit auf. Ich aß mit den Händen, ließ das Essen auf den Tisch fallen und kaute mit offenem Mund weiter. Aber egal, wie sehr ich mich bemühte, Adams Eltern schienen mich immer noch zu mögen. Und ich konnte sehen, wie er mich leicht angrinste. Was musste ein Mädchen denn bloß tun, um diese Familie zu verärgern? Offensichtlich waren sie ziemlich verzweifelt. Gegen Ende des Essens begann sie, über die Verlobung zu sprechen. Offenbar sollte ich in das Haus von Adams Familie einziehen, damit wir uns kennenlernen konnten. Und wenn ich Adam helfen könnte, sich weniger unsicher zu fühlen, würden sie mich die Highschool beenden lassen, bevor wir heiraten müssten. Bedeutet das also, dass sie nur einen Freund für Adam wollten? Jemanden, der ihm Gesellschaft leistete? Das war nicht so schlimm. Ich schätze, das könnte ich machen. Nach der Verlobung zog ich also in Adams Villa ein. Jeden Tag nach der Schule hing ich mit ihm ab und versuchte, ihn aufzumuntern. Ich spielte ihm meine Lieblingsmusik vor, zeigte ihm ein paar tolle Filme, versuchte sogar, ihm Witze zu erzählen, aber er lächelte immer noch kaum. Er war an nichts interessiert, was ich mochte. Eines Tages kämpfte ich gerade mit meinen Hausaufgaben für Naturwissenschaft, als er vorbeikam und beschloss, sich anzusehen, was ich gerade tat. Plötzlich fing er an zu plaudern und ich merkte, wie sehr er Chemie und Physik liebte. Er bot mir sogar an, mir bei meinen Aufgaben zu helfen. Er interessierte sich so sehr für diese Fächer, dass ich endlich etwas gefunden hatte, worüber wir reden konnten. Er begann sogar, sich mir gegenüber zu öffnen. Das war zumindest ein Anfang. Ich begann, mich in seiner Nähe wohler zu fühlen. An einem sonnigen Tag fragte ich Adam sogar, ob er eine Partie Badminton spielen wolle. Zuerst lehnte er ab, weil er nicht gerne draußen war. Aber ich hörte nicht auf zu betteln. Na gut. Hast du dieses Spiel schon einmal gespielt? Nein. Okay, dann lass es mich dir zeigen. Es machte mir wirklich Spaß, Adam zu unterrichten. Obwohl ich keine gute Hand-Augen-Koordination habe, habe ich in der Schule viel Badminton gespielt, also fühlte ich mich ziemlich sicher. Endlich hatten wir etwas gefunden, in dem ich besser war als er. Ha, okay, ich hatte mich wohl zu früh gefreut. Nach ein paar schlechten Aufschlägen wurde er zum Badminton-Profi und machte mich vollkommen fertig. Warum hast du... Sag, du, hast noch nie gespielt? Weil es die Wahrheit ist. Das glaube ich dir nicht. Adam zuckte nur mit den Schultern und ließ mich dann auf dem Boden liegen. Er musste mich anlügen. Es war unmöglich, dass jemand, der etwas zum ersten Mal macht, so gut ist. Ah! Trotzdem machte es mir irgendwie Spaß. Langsam fing ich an, Adam zu mögen, aber ich konnte nicht den ganzen Tag bei ihm bleiben. Immerhin musste ich auch zum Unterricht. Und ich war immer noch sehr glücklich darüber, zur Schule gehen zu können. Außerdem passierte in der Schule etwas Unglaubliches. Eines Tages, als ich gerade über den Schulhof ging, stolperte ich über eine Dose. Kurz bevor ich mit dem Gesicht zuerst auf den Boden aufschlagen konnte, tauchte eine Hand auf und zog mich zurück. Als ich der Person in die Augen sah, wusste ich, dass das Liebe auf den ersten Blick sein musste. Sein Name war Brian und er sah echt gut aus. Von diesem Moment an schrieben wir uns den ganzen Tag lang Nachrichten. Und kurz darauf fragte er mich, ob ich seine Freundin sein wolle, was ich natürlich mit Ja beantwortete. Ich war wirklich verknallt. Natürlich musste ich all das vor Adam und seinen Eltern geheim halten. Eines Abends telefonierte ich gerade mit Brian, als ich eine Nachricht von meiner Mutter bekam. Wir hatten seit der Verlobung keinen Kontakt mehr gehabt. Vielleicht war sie zu sehr damit beschäftigt gewesen, das ganze Geld, was Adams Eltern ihr gegeben hatten, auszugeben. Sarah, ich brauche unbedingt etwas Geld, nur um die $500. Kannst du bitte Adam fragen, ob er mir das Geld leihen kann? Was? Wie kannst du schon das ganze Geld, was seine Eltern dir gegeben haben, ausgegeben haben? Hör auf, so viele Fragen zu stellen. Besorg mir einfach das Geld, okay? Geld, Geld, Geld. Es ging immer nur ums Geld. Sie hat noch nicht einmal gefragt, ob es mir gut geht. Ich...
Ich wollte dich fragen, ob du mir etwas Geld leihen kannst. Geld? Wofür? Ich muss meiner Nachhilfe noch Geld bezahlen. Das habe ich schon die letzten Wochen nicht mehr getan. Wie viel brauchst du? Nur so um die 500 Dollar. Okay, ich sag dem Butler Bescheid. Er wird es dir später geben. Das war einfacher als gedacht. Aber Adam hat gar nicht wirklich nachgehakt. Lag es an der Summe? War das für einen reichen Kerl wie ihn vielleicht nichts? Egal, Hauptsache er hat ja gesagt. Das würde meine Mutter für eine Weile ruhig stellen. Wenn es doch nur so gewesen wäre. Ein paar Tage später schrieb sie mir erneut. Dieses Mal wollte sie 3000 Dollar. War das ein Scherz? Obwohl ich sie ignoriert hatte, bombardierte sie mich mit weiteren Nachrichten und Anrufen. So ging es die nächsten Tage weiter. Sie ließ mich einfach nicht in Ruhe. Ich gab jedoch nicht nach, bis ein Foto auf meinem Handy auftauchte. Es war ein Foto von Brian und mir, auf dem wir Händchen hielten und uns verliebt ansahen. Offensichtlich wollte meine Mutter so dringend das Geld, dass sie bei mir in der Schule auftauchte, um mit mir zu reden und uns dann gemeinsam sah. Dann drohte sie mir damit, Adams Familie alles zu erzählen, wenn ich ihr das Geld nicht besorgen würde. Jetzt bekam ich's mit der Angst zu tun, denn ich konnte ja nirgendwo anders hin und ich würde nicht mehr zur Schule gehen können. Das durfte ich nicht zulassen. Ich hatte also keine andere Wahl, als Adam mit einer weiteren lahmen Ausrede nach dem Geld zu fragen. Ich erzählte ihm, dass ich Bücher kaufen müsse und dass ich einen kranken Verwandten hätte, der dringend Geld für Medikamente brauchte. Jedes Mal, wenn ich Adam nach Geld fragte, sah er mich an, als wäre er besorgt um mich und fragte mich, ob alles okay sei. Dadurch fühlte ich mich nur noch schuldiger als zuvor. Denn es schien so, als würde er mich wirklich mögen. Um es wieder gut zu machen, buk ich ihm Kekse und strickte ihm zum Geburtstag sogar einen süßen Pullover. Aber dann, ein paar Wochen später, fragte er mich, ob wir reden können. Sobald ich in sein Zimmer kam, warf er einen ganzen Haufen Fotos nach mir. Auf allen waren Brian und ich zu sehen. Ich konnte es nicht glauben. Hatte mich meine eigene Mutter betrogen? Nein, das hatte sie nicht. Es stellte sich heraus, dass Adam jemanden engagiert hatte, der mich beschatten sollte, weil er das Gefühl hatte, ich würde mich seltsam benehmen. Er hatte nicht nur herausgefunden, dass ich einen Freund hatte, sondern auch, dass ich wegen des Geldes gelogen und es meiner Mutter gegeben hatte. Er war wirklich enttäuscht von mir. Bitte lass mich jetzt in Ruhe, ich will dich nicht mehr sehen. Ich machte mir große Sorgen darüber, nun aus dem Haus geschmissen zu werden. Aber niemand erwähnte etwas. Seine Eltern unterhielten sich immer noch beim Abendessen mit mir und sie schienen immer noch glücklich. Nur Adam mied mich, wodurch ich mich natürlich schrecklich fühlte. Der Einzige, den ich jetzt noch hatte, war mein süßer Freund Brian. Also beschloss ich eines Abends nach dem Essen, ihn zu besuchen. Ich brauchte dringend eine Schulter zum Anlehnen. Aber als ich bei ihm ankam, sah ich durch das Fenster und erblickte ein anderes Mädchen bei ihm. Dann küssten sie sich und ich dachte, ich müsste mich übergeben. Panisch kniete ich mich hin und krabbelte zu seinem Fenster, versteckte mich darunter und lauschte. Bist du in letzter Zeit dieser Sarah nicht näher gekommen? Wag es bloß nicht. Keine Sorge, Süße, das habe ich alles nur für dich getan. Mir ist aufgefallen, dass sie in dieser riesigen Villa wohnt und einen Chauffeur hat und so. Ihre Familie muss total reich sein. Ich wollte nur nett sein und ihnen helfen, ihr Geld auszugeben. Weißt du? Und so kann ich dir hoffentlich irgendwann die neue Chanel-Tasche kaufen, die du schon so lange willst. Wow! Ist das dein Ernst, Liebling? Und wie läuft es? Naja, es geht so. Es scheint, als wäre sie ein ziemlich geiziges, reiches Mädchen. Ugh, das jeden Cent nur für sich ausgibt. Ich konnte kaum glauben, was ich gerade gehört hatte. Mein Herz zerbrach in 1000 Stücke und ich konnte mich nicht länger zurückhalten. Ich stand auf und drückte mein Gesicht gegen das Fenster. Ich verlasse dich! Brian sah so schockiert aus, mich dort zu sehen. Aber ich wartete nicht ab, ob er noch etwas zu sagen hatte. Ich rannte einfach weinend nach Hause und schloss mich in meinem Zimmer ein. Sarah, mach die Tür auf. Weißt du, wie viele Tage du schon nichts mehr gegessen hast? Sarah, mach die Tür auf! Wenn du nicht aufmachst, lasse ich jemanden kommen, der die Tür aufbricht. Oh Gott, geht es dir gut? Was ist denn los? Nichts. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich die ganze Zeit angelogen habe. Ich wollte das nicht. Plötzlich umarmte mich Adam und sagte, ist schon gut. Weine nicht. Kannst du mir jetzt einfach erzählen, was passiert ist? Unter Tränen erzählte ich Adam die ganze Geschichte. Angefangen damit, dass ich von meiner Mutter benutzt und von Brian verraten wurde. Vielleicht verdiene ich das ja, weil ich dich belogen habe. Naja, wenn ich du wäre, würde ich jemanden wie mich sowieso nicht heiraten wollen. Du bist ein toller Typ. Solange du Vertrauen in dich selbst hast und mit einer positiveren Einstellung lebst,
werden dir nur gute Dinge passieren, das verspreche ich. Sogar mit diesem hässlichen Gesicht? Ich sah zu Adam auf und, oh mein Gott, die Brandnarbe in seinem Gesicht, sie war schlimmer, als ich dachte. Ich streckte die Hand aus, um sie zu berühren. Das war sicher sehr schmerzhaft gewesen. Können wir vielleicht nochmal von vorne anfangen? Du hilfst mir doch auch weiterhin, oder? Ich sah Adam an, lächelte und nickte. Also blieb ich weiterhin in Adams Haus wohnen und half ihm, aus dem isolierten, traurigen Leben herauszukommen, das er geführt hatte. Allmählich verbesserte sich seine Einstellung. Und er begann sogar einen Wirtschaftskurs zu belegen, um sich darauf vorzubereiten, in Zukunft das Unternehmen seiner Familie zu übernehmen. Ich ermutigte ihn auch dazu, öfter mal seine Maske abzunehmen. Du solltest alles an dir lieben, auch diese Narbe. Was meine Mutter betrifft, so sitzt sie derzeit wegen illegalen Glücksspiels in Haft. Ja, dafür hat sie das ganze Geld ausgegeben. Sie wird wahrscheinlich im Gefängnis bleiben und auch wenn ich ihr das nicht wünsche, hat sie es irgendwie verdient. Und was die Hochzeit betrifft, wir haben sie verschoben. Zu meinem Glück wollen sowohl Adam als auch seine Eltern, dass ich zuerst aufs College gehe und meine Träume verfolge. Sobald ich meinen Abschluss habe, werden wir mit der Planung unserer Hochzeit beginnen. Und dieses Mal wird es wirklich aus Liebe sein. Oh Gott, seht euch die Typen da drüben an. Es ist echt wahr, dass alle Männer gleich sind. Sie brauchen nur ein paar hübsche Mädchen zu sehen und schon leuchten ihre Augen auf. Ich war kurz davor, diese Idioten zu ignorieren, aber dann kam dieses Pärchen herein, das Händchen hielt. Sofort fingen die Idioten an, sich aufzuregen. Igitt, ist das eklig? Und taten so, als müssten sie sich übergeben. Mein Gott, wir leben im Jahr 2022. Diese Idioten sollten ihre veralteten Ansichten für sich behalten. Gut gemacht, Jungs. Ihr habt euch gerade den 99. Platz im Playbook gesichert. Lasst mich euch mein Playbook zeigen. Hier drin findet ihr alle Arten von Männern. Von Nerds, heißen Jungs, Sportlern und erfolgreichen Geschäftsleuten. Aber sie haben alle eines gemeinsam. Sie sind alle gemein. Hallo, ich bin Monika und ich bin ein Playgirl, das darauf trainiert wurde, sich an Männern zu rächen. Seit ich klein war, wurde mir beigebracht, dass alle Männer schlecht sind und es meine Pflicht als Frau ist, ihnen eine Lektion zu erteilen. Besonders homophoben Männern und Frauenhelden. Jetzt fehlt nur noch die 100. Beute. Dann habe ich es geschafft. Hey Schwesterherz, Familientreffen jetzt. Ups, die Pflicht ruft. Mama wird uns nun von unserer letzten Mission erzählen. Also, wo sind meine Bücher und Stifte? Ja, das sind meine beiden Kolleginnen und auch meine Konkurrentinnen. Da ist Cindy, meine impulsive kleine Schwester, und neben ihr steht Grace, meine ältere, super schlaue und etwas reifere Schwester. Ich schätze, ich bin irgendwo dazwischen. Nicht so kindisch wie Cindy, aber auch nicht so ruhig und gelassen wie Grace. Oh, und da ist Mama. Okay, lasst uns zum Punkt kommen. Das ist es also, das letzte Ziel. Und es ist das größte bisher. Diesmal arbeitet ihr also nicht zusammen, sondern allein. Dieses Ziel wird nicht einfach sein. Aber ihr habt alle eure eigenen Reize und ich habe volles Vertrauen in euch alle. Und los geht's! Jetzt! Dennis Groff. Dennis Groff. Mal sehen. Oh, er ist ziemlich gut aussehend, der Sohn eines CEO und super reich. Klar, dass er ein Frauenheld ist. Aber warum hat Mama ihn uns zugeteilt? Ich meine, normalerweise lässt sie uns doch unsere eigenen Ziele setzen. Außerdem, warum müssen wir gegeneinander antreten? Vielleicht, weil er das 100. Ziel ist. Wollte sie es deswegen besonders schwierig machen? Wir alle lieben unsere Mutter und wollen es ihr recht machen. Immerhin wollten wir alle die sein, die das Playbook der Familie vervollständigt, oder? Ich blieb die ganze Nacht auf und schmiedete einen Plan. Durch mein Stalking in den sozialen Medien fand ich heraus, dass Dennis Freund morgen Abend in einer Bar in der Stadt Geburtstag feierte. Also zog ich am nächsten Abend ein ziemlich aufreizendes rotes Kleid an, das ich für diesen speziellen Anlass gekauft hatte und ging selbstbewusst in die Bar. Alle Augen waren auf mich gerichtet, außer die von Dennis. Wie bitte? Ging er etwa nur in die Bar, um kostenloses WLAN zu bekommen oder was? Als ich das sah, nahm ich ein Glas Wein und ging vorsichtig auf ihn zu. Aber plötzlich kam ein fremder Typ aus dem Nichts und zog meine Hand zurück. Süße, wo willst du hin? Trinkst du etwas mit mir? Geh mir aus dem Weg. Ich bin beschäftigt.
Ich wollte mich gerade wieder meiner Beute zuwenden, als, ups, der fremde Kerl mir ein Bein stellte, sodass ich auf den Boden stürzte. Das war so peinlich. Ich schätze, ich muss für heute Schluss machen. Doch plötzlich tauchte ein Arm vor mir auf. Ich schaute auf und, es war Dennis? Ich war etwas überrascht, gewann aber schnell mein Selbstvertrauen zurück und ließ mir von ihm aufhelfen. Danach bot er mir einen Drink an und wir plauderten bis in die frühen Morgenstunden. Und Jackpot! Es stellte sich heraus, dass er genauso ein großer Golfliebhaber war wie ich. Also überredete ich ihn, mit mir einem Golfclub beizutreten. War das nicht ein kluger Schachzug? Eine Woche später war es Zeit für den Fortschrittsbericht. Eine nach der anderen erzählten wir Mama, was wir bisher erreicht hatten. Cindy hatte versucht, sich Dennis zu nähern, indem sie in die Billardhalle ging, in der er häufig spielte. Und da sie das typisch impulsive Kind ist, bombardierte sie Dennis mit Nachrichten in sozialen Netzwerken. Sie scheint jedoch recht optimistisch zu sein. Denn Dennis reagierte recht freundlich auf sie und die beiden verstehen sich gut, wenn es um Billard geht. Grace hatte sich für die Stelle als Assistentin der Geschäftsführung in Dennis' Firma beworben. Ich weiß. Mann, meine Schwester ist ein Genie. Sie sagte sogar, dass sie bereits eine gewisse Chemie zwischen ihnen gespürt hat, da er seine Augen nicht von ihr lassen wollte. Mama schien beeindruckt von den Fortschritten, die wir bis jetzt gemacht hatten. Jeder hatte gewisse Errungenschaften erreicht. Aber natürlich hatte ich immer noch die Nase vorn. Ich spürte es. Ich weiß nicht, ob ich mir etwas vormache. Aber Dennis und ich waren uns mittlerweile wirklich nahe. Und er schien mich auch zu mögen. Aber wie dem auch sei. Es sieht so aus, als müsste ich mich noch mehr anstrengen, als ich zuerst dachte, um zu gewinnen. Ja. Natürlich hatte ich mich schon oft gefragt, ob das, was meine Mutter immer über Männer sagte, zu 100% stimmte und warum meine Schwestern und ich das alles tun mussten, bis ich 16 wurde. An diesem Tag ging ich in das Zimmer meiner Mutter, um mir Schmuck zum Männeranlocken auszuleihen, als ich ein aufgeschlagenes Notizbuch auf dem Boden fand. Neugierig hob ich es auf und entdeckte, dass es Mamas Tagebuch war und darin stand eine tragische Geschichte. Sie hatte sich einmal sehr in einen Mann verliebt, ihn dann aber mit einer anderen erwischt. Schlimmer noch, sie hatte nicht einmal die Chance, ihn zur Rede zu stellen. Stattdessen erhielt sie sofort eine Nachricht. Ich kenne die Wahrheit schon. Du bist keine richtige Frau. Es ist aus mit uns. Keine richtige Frau? So hat dieser Nick meine Mutter genannt. Das ist doch lächerlich. Nur weil meine Mutter ein Transgender ist? Sie hat nicht so viel Schmerz und Herzschmerz durchgemacht, um so respektlos behandelt zu werden. Das Leben meiner Mutter war so tragisch wie ein Film. Da ich neugierig war, fing ich an, alles von Anfang an durchzublättern und mein Herz fühlte sich an, als würde es tatsächlich brechen, als ich herausfand, was Mama alles durchgemacht hatte. Es stellte sich heraus, dass sie und Nick in der Highschool zusammen mit Maureen zu einer Dreiergruppe gehörten. Nick und Maureen waren ein Paar, sodass meine Mutter, die damals Jack hieß, ihre Liebe zu Nick geheim halten musste und alles in dieses Tagebuch eintrug. Leider fand Maureen ihr Geheimnis heraus und verriet es der ganzen Schule, woraufhin sich alle über meine Mutter lustig machten und sie aus Scham gehen musste. Nach so vielen Jahren war sie immer noch nicht in der Lage, Nick zu vergessen. Also beschloss sie, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen, um ihn wiederzufinden und um ihre Liebe zu kämpfen. Sie hatten einige glückliche Monate zusammen, aber an diesem einen verhängnisvollen Tag fand sie heraus, dass er sie betrogen hatte. Und zwar mit niemand anderem als Maureen! Das war hart. Wie können Menschen nur so grausam zueinander sein? Mama war ein guter Mensch und dank ihr konnten Waisenkinder wie Cindy, Grace und ich ein Zuhause haben. Ich hatte ihr so viel zu verdanken und deshalb wollte ich unbedingt ihre letzte Mission erfüllen und sie glücklich machen. Zurück zur Mission. Zwischen mir und Dennis lief alles bestens. Er nahm mich mit in den Golfclub und zum Abendessen. Für einen reichen Geschäftsmann musste ich zugeben, dass er gar nicht so streng und ernst war, sondern dass es sogar Spaß machte, mit ihm zusammen zu sein. Als er mich dann nach einem Date zu Hause absetzte, berührte er meine Hand und sagte, Monica, es macht mir wirklich Spaß, dich kennenzulernen und ich würde mich sehr freuen, wenn du morgen zum Abendessen zu meiner Familie kommst. Wow, das war großartig. Ich meine, dieses Projekt würde viel einfacher werden, jetzt, wo ich die Einladung bekommen hatte, seine Familie kennenzulernen. Aber nein, was war das für ein Gefühl? Ich hatte Schmetterlinge im Bauch und meine Handflächen waren schwitzig. Das musste einfach der Nervenkitzel sein, Dennis Familie kennenzulernen, oder? Aber warum konnte ich nicht aufhören, an sein süßes Lachen und seine verträumten Augen zu denken? Und, oh nein, ich glaube, ich habe
echte Gefühle für ihn. Von da an hätte ich Cindy und Grace am liebsten jedes Mal angeschrien oder mit Sachen beworfen, wenn ich hörte, wie sie damit prahlten, wie nahe sie Dennis gekommen waren. Ich bin verrückt, nicht wahr? Bin ich jetzt das Raubtier oder die Beute? Oh mein Gott, ich bin so nervös, dass ich buchstäblich nicht aufhören kann zu zittern. Wow, sie sahen so wohlhabend und schick aus. Seine Eltern waren beide sehr nett und schon bald entspannte ich mich. Wir aßen zu Abend und die Unterhaltung verlief problemlos. Es gab nur eine Sache, die mich immer wieder beunruhigte. Der Name seines Vaters war Nick. Das war doch sicher nur ein Zufall, oder? Ich meine, Nick ist ein beliebter Name. Irgendetwas stimmte nicht mit mir und ich wusste, dass ich es Mama sagen musste. Ich lief ängstlich hin und her, bis ich ihr Auto draußen vorfahren hörte. »Mama, ist Dennis Vater dieser Mann?« Sie sah fassungslos aus, setzte sich dann langsam hin, seufzte und erzählte mir alles. Es war genau so, wie ich dachte. Sie hatte Dennis als 100. Ziel ausgewählt oder eher als Köder, nur um sich an Nick zu rächen. Außerdem wollte sie, dass wir Dennis benutzen, um Nick in den Bankrott zu treiben. »Aber was hat Dennis denn getan? Wenn du ein Problem mit Nick hast, dann rede mit ihm. Warum zieht ihr seinen unschuldigen Sohn damit rein?« Mama und ich hatten gerade einen heftigen Streit, als Cindy und Grace auf uns zukamen. »Was ist los mit dir? Hör einfach auf, so verknallt zu sein. Mama will uns nur als Werkzeuge für ihre persönliche Rache benutzen. Und sie liebt uns überhaupt nicht. Sei nicht so frech. Ich sehe, dass du dich von deinen Gefühlen leiten lässt. Nick hat unsere Mutter schlecht behandelt. Also verdient es sein Sohn, den Preis dafür zu zahlen. Du weißt, wie viel Schmerz er Mama zugefügt hat. Willst du nicht für sie kämpfen? Das ist ja toll. Du bist total ätzend und ein schrecklicher Mensch. Ich konnte nicht länger hierbleiben und mir das alles anhören. Also stürmte ich hinaus und ging zu meiner Freundin. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Eins ist sicher. Ich kann bei Mamas Racheplan nicht mehr mitmachen. Vielleicht sollte ich Nick suchen und ihn bitten, sich mit Mama zusammenzusetzen und alles zu besprechen. Leider habe ich meine Schwestern unterschätzt, denn als ich durch mein Handy scrollte, sah ich einen Post von Cindy, in dem sie Dennis als frauenverachtenden Idioten entlarvte, der mit 3 Mädchen gleichzeitig ausging. Als Beweis hatte sie Bilder von Dennis mit jeder von uns eingefügt. Das war ja so kindisch. Und es wurde noch schlimmer, denn Grace hatte sich mit einem Hacker zusammengetan, um die Website des Unternehmens mit Dingen zu besudeln wie Mr. Nick Groff, der Präsident der Groff Corporation, ist ein Lügner, Verräter und homophob. Diese Medienkrise zog das ganze Unternehmen in Mitleidenschaft. Und jetzt beantwortete Dennis auch meine Anrufe nicht mehr. Ich war gerade dabei, auf den grünen Hörer zu drücken, als mir Grace genau in diesem Moment eine Nachricht schickte. »Hey Schwesterherz, du verpasst besser nicht den heiligen Moment, in dem wir die Nummer 100 im Playbook abhaken. Die Mission ist sowieso vorbei. Lass uns einfach nach Hause gehen und uns versöhnen. Mama wartet schon.« Das wollte ich auf keinen Fall zulassen. Also rief ich sofort Dennis an und hinterließ ihm eine dringende Sprachnachricht, in der ich ihm mitteilte, dass er seinen Vater abholen und so schnell wie möglich zu mir nach Hause kommen sollte. Als ich sie hereinführte, weiteten sich die Augen von Mr. Groff und Mama, als sie einander sahen. Nick stand wie erstarrt da, während Mama ihn aufforderte, sofort zu gehen. Aber schließlich gelang es mir, sie davon zu überzeugen, sich alle zusammenzusetzen und das Ganze zu klären. »Jean, ich habe sofort gemerkt, dass du Jack bist. Ich war zuerst schockiert, aber dann habe ich gemerkt, dass es keine Rolle spielt, da ich dich wirklich liebe. Also wollte ich einfach warten, bis du bereit bist, es mir zu sagen. Du wusstest es? Das ist unmöglich. Wir waren mal sehr eng befreundet. Es war wirklich nicht schwer für mich, Jacks Gewohnheiten zu erkennen. Außerdem hat dein Gesicht noch einige der alten Züge. Wie auch immer, aber ich habe dich mit dieser Schlange Maureen gesehen. Und du hattest sogar die Frechheit, mit nur einer zynischen Nachricht mit mir Schluss zu machen. Weißt du, wie viel Schmerz ich deinetwegen erleiden musste?« Nick sah wirklich verwirrt aus. Dann wurde ihm langsam alles klar. Maureen war also diejenige, die Mama an jenem Tag diese grausame Nachricht geschickt hatte. Als sie von meiner Mutter und Nick erfuhr, stellte sie Nachforschungen an und fand heraus, dass Mama in Wirklichkeit Jack war. An jenem Tag im Café flehte sie Nick an, sie zurückzunehmen. Aber er weigerte sich. Also erfand sie eine Ausrede, um sich Nicks Handy zu leihen und schickte dann diese Nachricht, um die beiden auseinanderzubringen. Meine Mutter saß in schockiertem Schweigen da.
Ich schätze, sie verarbeitete die Tatsache, dass sie sich an der falschen Person gerecht hatte und nun zwei unschuldigen Menschen Probleme bereitet hatte. Es tut mir so leid. Ich habe mich von meinen Gefühlen leiten lassen und bin verbittert. Ich verspreche, dass ich das in Ordnung bringen werde. Ich bin Jean Wilkins, eine Transgender-Frau und die Ex von Nick Groff. Ich dachte, er hätte mich betrogen. Und das hat mich in eine wütende Version meiner selbst verwandelt, die von meinem Wunsch nach Rache geblendet wurde. Aber ich habe mich geirrt. Es ist unmöglich, dass Nick etwas gegen die LGBT-Gemeinschaft hat, denn er hat mich geliebt. Was seinen Sohn Dennis betrifft, so ist er ein guter Mann, der leider ins Kreuzfeuer geraten ist. Er hat nie jemanden betrogen, also verurteilen Sie ihn bitte nicht für etwas, das er nicht getan hat. Als ich mir das Video ansah, war ich unheimlich stolz auf meine tapfere Mutter. Sie hatte eine Menge Fehler gemacht, aber sie hatte sie öffentlich zugegeben, was viel Mut erforderte. Glücklicherweise wirkte das Video. Nicks Firma erholte sich wieder und auch Dennis' Name wurde reingewaschen. Und was passierte dann? Naja, ich und meine Schwestern entschuldigten uns bei Dennis und Nick. Zum Glück sind die beiden sehr nette und verständnisvolle Jungs. Mama hegt keinen Groll mehr gegen Männer. Und sie fing sogar an, sich mit einem netten Mann namens Jacob zu treffen. Cindy hat ein süßes Mädchen namens Beverly kennengelernt, die, wenn man darüber nachdenkt, so ziemlich das Gegenteil von ihr ist. Aber sie sind eigentlich ganz süß zusammen. Grace ist immer noch Single und konzentriert sich auf ihre Karriere. Und ich? Ich werde dieses Ding nie wieder anfassen. Denn ich bleibe für immer bei dieser Beute. Tschüss, Tante. Ich winkte ihr zu. Ich verspreche, ich werde gut alleine zu Hause zurechtkommen. Das ist gut. Ich bin bald wieder zurück, Bea. Dann war sie weg. Das ist meine Tante Anna. Ich wohne bei ihr, während meine Eltern im Urlaub waren. Ich wollte gerade zurück ins Wohnzimmer gehen, als es an der Haustür klingelte. Also lief ich sofort zurück zur Tür und sah durch den Türspion. Es war meine Mutter. Schnell öffnete ich die Tür und rannte auf sie zu, um sie zu umarmen. Mami, warum bist du schon so früh zurück? Meine Mutter strich mir über die Haare und sagte sanft: Oh, Süße, ich bin hier, um dich abzuholen. Ich kann meine kleine Prinzessin doch nicht so lange allein lassen, oder? Jetzt beeil dich und pack deine Sachen. Ich sah sie verwirrt an. Aber Tante Anne ist gerade im Supermarkt. Sollten wir nicht auf sie warten? Sie schüttelte den Kopf. Nein, Süße, ich habe schon mit ihr telefoniert. Also packten wir schnell meine Sachen und meine Mutter führte mich nach draußen zu einem alten Auto, das ganz anders aussah als unser BMW. Mama, wo ist Papa? Das ist doch nicht unser Auto, oder? Fragte ich sie. Sie kniete sich vor mich und lächelte mich an. Dein Papa wartet am Strand auf uns. Das wird ein großer Spaß. Aufgeregt hüpfte ich auf und ab. Juhu! Ich konnte es gar nicht abwarten, Sandburgen zu bauen und im Meer zu spielen. Das war so cool. Unterwegs musste ich eingeschlafen sein, denn als ich aufwachte, war es bereits dunkel draußen. Ich stieg aus dem Auto und sah mich um. Wo war nur das Meer? Alles, was ich sah, war ein kleines Haus in einer mir unbekannten Gegend. Beatrice, das ist unser neues Zuhause. Hier werden wir beide jetzt leben. Die Worte meiner Mutter weckten mich vollkommen auf. Mama, warum? Was ist mit Papa? Stammelte ich. Hör zu. Es tut mir leid. Ich kann es dir im Moment leider nicht erklären. Du bist noch zu klein, um das zu verstehen. In meinem Kopf flogen so viele Fragen umher. Aber als ich das traurige Gesicht meiner Mutter sah, wusste ich, dass ich ihr besser keine Fragen stellen sollte. Am nächsten Morgen wachte ich aufgeregt und neugierig auf unseren Neuanfang hier auf. Ich öffnete die Vorhänge und sah eine Gruppe Kinder in meinem Alter vor unserem Haus auf der Straße spielen. Ohne nachzudenken lief ich raus. Hallo, ich bin Bea. Plötzlich kam meine Mutter mit einem entsetzten Gesichtsausdruck aus dem Haus gerannt und rief: Ich hab dir doch gesagt, dass du drinbleiben sollst. Dann zog sie mich wieder rein. Alle starrten uns mit offenem Mund hinterher, sogar der Mann, der uns gegenüber wohnte. Das war so peinlich. Sobald die Tür hinter uns zu war, sagte meine Mutter mit ernster Stimme: Wir sind gerade erst hergezogen. Du solltest dich nicht so schnell mit Fremden anfreunden. Und rede nicht so viel über dich, okay? Meine Mutter hatte mir noch nie verboten, mit anderen Kindern zu spielen. Warum tat sie das jetzt? Das ergab keinen Sinn. Danach ließ sie mich nur noch raus, um zur Schule zu gehen, und sie behielt mich immer im Auge, weswegen ich mich mit niemandem anfreunden konnte. Das nahm ich ihr wirklich übel.
Ich war so einsam. Eine gute Sache war jedoch, dass es nicht mehr so viele Regeln bei uns zu Hause gab. Ich konnte den ganzen Tag Cartoons schauen und dabei so viel Fastfood essen, wie ich wollte. Es interessierte sie nicht. Das war toll, denn bevor wir hierher gezogen waren, hatte meine Mutter mir das nie erlaubt. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Fastfood. Ich fühlte mich irgendwie eklig und vermisste Mamas Spaghetti mit Krabbensoße. Also bettelte ich sie an, mir genau das zu kochen. Am Anfang sagte sie, dass sie zu beschäftigt sei. Aber ich jammerte so lange, bis sie zustimmte. Als ich später in die Küche kam, fand ich ein einziges Chaos vor. Überall standen Töpfe und Pfannen. Meine Mutter sah ebenfalls völlig fertig aus, als sie mir einen Teller mit Spaghetti mit Fleischbällchen servierte, anstatt ihrer Spezialsoße. Naja, gut, das sah auch sehr lecker aus. Also nahm ich eine volle Gabel, während meine Mutter mich beobachtete. Buh! Wasser! Ich brauche Wasser! Oh Gott, es war so salzig. Meine Mutter tauschte meinen Nudelteller schnell gegen eine Packung mit gebratenem Hähnchen aus und sagte, ich habe heute viel zu tun, deshalb war ich etwas abgelenkt. Entschuldige, Schatz. Ihre Unbeholfenheit brachte mich zum Lachen. Nein, ist schon okay, Mama. Mama schien in letzter Zeit immer sehr beschäftigt zu sein, denn ihr Handy vibrierte ständig. Die Anrufe kamen sogar spät in der Nacht, wenn ich schon schlief. Also ging sie immer leise raus, um sie anzunehmen. Als alleinerziehende Mutter hat man es wohl nicht leicht, also versuchte ich, mehr Verständnis aufzubringen. Und einfach so verging die Zeit. Drin zu bleiben und keine Freunde zu haben, wurde für mich zur Normalität. Trotzdem saß ich oft am Fenster und starrte sehnsüchtig auf die Kinder, die draußen spielten. Eines Tages tauchte meine Mutter auf und fragte mich, ob ich mit ihr in den nahegelegenen Vergnügungspark gehen wollte. Wow, konnte es etwas Besseres geben als das? Ich sprang auf, klatschte aufgeregt in die Hände und schlang meine Arme um sie. Ehrlich gesagt war der Park ziemlich klein und alles sah irgendwie alt und langweilig aus. Aber das machte nichts. Denn es war der beste Tag überhaupt. Meine Mutter hatte früher nie Fahrgeschäfte oder Spiele gemocht, aber heute war es anders. Sie war sogar ganz aufgeregt, als sie die Bohnensackwurfbude sah. Sie warf alle Dosen auf einmal um und gewann diesen riesigen Kuschelhasen für mich. So viel Spaß hatte ich wirklich noch nie. Meine Mutter ist so cool. Danach ließ mich meine Mutter auf einer Bank sitzen und ging los, um ein Eis zu holen. Plötzlich sah ich sie zurückeilen. Und zwar ohne Eiscreme. Sie zog an meine Hand und sagte in einem dringenden Ton, »Wir müssen nach Hause. Wir ziehen um.« Also packten wir unsere Sachen zusammen und fuhren in aller Eile los. Ich fragte meine Mutter immer wieder, was denn los sei. Aber sie wich meinen Fragen nur aus. Während der Autofahrt hörte ich sie vor sich hin murmeln. »Wir fahren an einen neuen Ort. Das wird aufregend. Ein neues Abenteuer. Ja, dieses Mal wird es gut.« Ich war zwar jung, aber nicht dumm, und ich wusste, dass sie etwas verheimlichte. Aber sie ist meine Mutter, und ich wollte sie nicht mit Fragen belästigen. Also blieb ich ruhig und schlief schließlich ein. Wieder einmal wachte ich an einem mir unbekannten Ort auf und starrte aus dem Fenster. Diesmal stört es mich allerdings nicht so sehr wie letztes Mal. Ich wollte mich nicht so sehr an die neue Umgebung gewöhnen, da ich nicht wusste, wie lange es dauern würde, bis meine Mutter und ich wieder umziehen würden. Aber es gab eine Sache, die mich störte. Auf der anderen Straßenseite stand ein Mann, der direkt auf unser neues Haus schaute. Er sah genauso aus wie unser vorheriger Nachbar. Vielleicht war er auch gerade hierher gezogen. Was für ein Zufall. Ich sprach meine Mutter auf den Mann an, aber sie sagte mir, dass sie ihn nicht kenne und wies mich streng darauf hin, niemals mit ihm zu sprechen. In der Schule war ich das seltsamste Kind, das mit niemandem sprach. Je älter ich wurde, desto schlimmer fühlte ich mich. Und die anderen Kinder lachten mich aus. Und ich hörte, wie sie mich hinter meinem Rücken komisch nannten. Ich fühlte mich so einsam und deprimiert, dass ich zu Hause oft mit einem Buch am Fenster saß und versuchte so zu tun, als ob die Abenteuer, von denen ich las, mir selbst passierten. Schlimmer noch. Mama verhielt sich noch merkwürdiger als sonst. Als ich neulich von der Schule nach Hause kam, erwischte ich sie dabei, wie sie einwandfreie Lebensmittel aus dem Kühlschrank warf. Einige waren sogar ganz neu. Ich fragte sie, was sie da tue, und sie antwortete, das ist alles schlecht geworden, also werfe ich es weg. Dann begann sie, den Kühlschrank zu schrubben. Der Geruch geht nicht weg. Warum geht er nicht weg? Was redete sie da? Alles schien in Ordnung zu sein. Was war denn los? Dann bemerkte ich, dass meine Mutter oft spät in der Nacht das Haus verließ und erst im Morgengrauen zurückkam. Ich wusste, wenn ich sie danach fragen würde, würde sie nichts sagen. Also schlich ich mich in der Nacht ebenfalls hinaus und folgte ihr. Mama trug dunkle Kleidung, eine Mütze und einen großen Schal, der ihr Gesicht bedeckte, obwohl es draußen gar nicht so kalt war. Warum die Verkleidung? Und dann, ist das zu glauben? Ich sah, wie sie zum Nachbarhaus hinüberging und auf der Veranda mit diesem Mann kuschelte. Ich sprang aus der Dunkelheit und rief, »Mama, was ist denn hier los? Ich dachte, wir dürfen nicht mit diesem Mann sprechen.« Sie warf mir einen alarmierten Blick zu. »Ich?
In diesem Moment erhielt Mama eine Nachricht und mit panischer Stimme sagte sie zu mir: Beatrice, wir müssen gehen, jetzt! Ich erkläre dir später alles, ich verspreche es. Gleich danach winkte uns der geheimnisvolle Mann zu und forderte uns auf, in sein Auto zu steigen. Dann raste er durch die Nacht. Nachdem ich mich ein wenig beruhigt hatte, wandte ich mich an meine Mutter und fragte: Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung für das alles. Naja, eigentlich. Wir sind in Gefahr, Schatz. Es ist dein Vater. Er ist ein Betrüger. Das habe ich erst herausgefunden, als ich mit ihm im Urlaub war. Und seitdem laufe ich vor ihm weg. Was? Ich hatte meinen Vater nie verdächtigt, jemand anderes zu sein. Das ergab keinen Sinn. Dann erzählte meine Mutter schluchzend weiter, dass mein richtiger Vater eigentlich Mitglied einer Geheimorganisation sei. Aber er sei seit einiger Zeit verschwunden und nun sei die Organisation hinter uns her. Sie erhielt oft anonyme Nachrichten und Anrufe, in denen sie bedroht wurde. Sie wollte nicht, dass ich mit Fremden spreche, weil sie Spione sein könnten. Und immer dann, wenn sie das gesamte Essen weggeworfen hatte, hatte sie kurz zuvor eine Nachricht bekommen, in denen jemand damit drohte, das Essen in unserem Haus zu vergiften. Sie wischte sich die Tränen weg und sagte dann: Das ist Joe. Wir waren zusammen auf dem College und er war mir eine große Hilfe. Wir haben uns ineinander verliebt, aber ich habe mich nicht getraut, es dir zu sagen, weil ich Angst hatte, du würdest das nicht verstehen. Ich sah mir diesen Joe an. Ich weiß nicht, irgendetwas an ihm war komisch. Aber vielleicht war ich auch einfach nur paranoid. Ich meine, immerhin hat der Mama doch geholfen, oder? Was ist das? Seit ich von der Geheimorganisation erfahren habe, habe ich irgendwie Bammel. Was, wenn sie plötzlich auftauchen und mich und Mama mitnehmen? Ich weiß, dass Mama sich auch Sorgen macht, weil sie so distanziert wirkt. Ich möchte nur, dass es uns beiden besser geht. Dann kam Weihnachten und es war ein ganz besonderes Fest. Denn zum ersten Mal, seit wir untergetaucht waren, hatten wir Gäste. Naja, ein Gast. Joe. Wir erhoben unsere Gläser auf ein frohes Weihnachtsfest. Aber anstatt es wieder abzusetzen, trank meine Mutter es in einem Zug aus. Mama, trinkst du heute Abend? Fragte ich skeptisch. Natürlich, mein Schatz. Es ist Weihnachten. Und ich kann dir sagen, dass ich so einiges vertrage. Ich kaute auf meiner Lippe, während ich darüber nachdachte. Meine Mutter hatte eine Alkoholallergie und sie trank höchstens winzige Schlucke. Plötzlich kam mir ein Gedanke. Vielleicht war Papa gar nicht der Hochstapler. Vielleicht war es die ganze Zeit Mama gewesen. Sie hat die Achterbahnfahrten genossen, aber soweit ich mich erinnere, hatte Mama Höhenangst. Sie konnte nicht kochen. Sie liebte jetzt Joe, einen fremden Mann, und sie konnte Alkohol trinken, ohne krank zu werden. Wenn das stimmte, wem konnte ich dann noch trauen? Irgendetwas stimmte nicht. Ich spürte es in meinem Bauch. Also ging ich am nächsten Tag heimlich zur Polizei, anstatt wie üblich zur Schule zu gehen. Dann fand ich etwas Verrücktes heraus. Es stellte sich heraus, dass meine echten Eltern in den letzten 6 Jahren nach mir gesucht hatten. Oh mein Gott! Und die Mutter, bei der ich lebte? Wer war sie? Ich versuchte ruhig zu bleiben, während ich darauf wartete, dass die Polizei zuerst meine Eltern kontaktierte. Und als sie ankam, brachen wir drei in Tränen aus. Da erzählte meine richtige Mutter die ganze Wahrheit. Sie hatte wohl eine Zwillingsschwester namens Linda. Niemand sonst wusste von Linda, da mein Großvater sie wegen ihrer Schulden ablehnte und ihr verbot, sich jemals vor jemanden in der Familie zu zeigen. Aber meine Mutter konnte ihre eigene Zwillingsschwester nicht verleugnen, also gab sie ihr heimlich Geld. Eines Tages verlangte Linda so viel, dass meine Mutter sie abwies. Unerwartet kam sie und nahm mich mit, um meine Mutter unter Druck zu setzen, ihr mehr Geld zu schicken. Während dieser Zeit überwies meine Mutter immer wieder Geld, um sicherzustellen, dass ich versorgt war. Sie hatte den Polizisten allerdings keine Informationen über Linda gegeben. Denn meine Mutter wollte erst mit ihr reden, damit ihre Schwester nicht in Schwierigkeiten geriet. Wow, das war eine Menge zu verdauen. Danach rannte Mama zu Papa, der in der Schlange stand, um mit der Polizei zu sprechen. Sie ergriff seine Hand und flehte ihn an, Tante Linda eine Chance zu geben. Wie ihr seht, habe ich wegen meiner Tante keine normale Kindheit gehabt. Und was sie getan hat, war falsch, aber ein Teil von mir wird sie immer mögen, da sie mich all die Jahre aufgezogen hat. Und mein Herz drängte mich zu sagen: Papa, ich will sie auch nicht an die Polizei ausliefern. Mein Vater sah mich zögernd an, aber schließlich nickte er zustimmend. Also beschlossen wir, die Sache selbst zu regeln, ohne die Polizei einzuschalten. Am nächsten Tag war ich wie geplant mit meiner falschen Mutter im Vorgarten, als ihr eineigiger Zwilling zu unserem Haus marschierte und sie zur Rede stellte. Nachdem meine Tante Linda den ersten Schock überwunden hatte, beichtete sie mir alles. Es war traurig, aber ich war trotzdem froh, dass jetzt alles vorbei ist. Mama hat die Schulden ihrer Schwester unter der Bedingung beglichen,
dass sie nie wieder in meine Nähe kommen darf. Jetzt bin ich wieder zu Hause, bei meinen richtigen Eltern. Daran werde ich mich jetzt erst einmal gewöhnen müssen, denn ich habe vergessen, wie man Freundschaften schließt. Und allein nach draußen zu gehen, macht mich nervös. Es sieht so aus, als ob mich die Erinnerungen an das Abenteuer mit meiner Tante Linda noch eine ganze Weile verfolgen werden. Ich weiß, dass ich versuchen muss, nach vorne zu blicken. Ich kann die vergangenen 6 Jahre nicht zurückholen, aber ich kann mein Bestes tun, um zu versuchen, die Zukunft mit offenen Armen zu empfangen. 5, 6, 7, 8. Wow, Süße, du bist so gut. Ah, nein, jetzt hatte ich mich verzählt. Wie lange stand sie wohl schon da? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Kannst du mir ein paar Bewegungen beibringen? Ich zögerte, aber ich wollte nicht gemein sein. Also sagte ich, klar, Carol, komm rein. Ich zeig dir ein paar Grundlagen. Ich machte ihr ein paar einfache Bewegungen vor, aber, oh Mann, sie war furchtbar. Eine untrainierte Frau mittleren Alters zu sehen, die Front-Lunges und High-Vs versucht, sieht man nicht jeden Tag. Aber ich wusste es zu schätzen, dass sie sich die Mühe machte, mich besser kennenzulernen. Entschuldigt bitte, ihr fragt euch sicher, warum ich meine Mutter beim Vornamen nenne. Nun, sie ist nicht wirklich meine Mutter, sie ist meine Stiefmutter. Meine Mutter ist nämlich gestorben, als ich 10 war. Letztes Jahr, als ich 15 wurde, hat sich mein Vater mithilfe einer Heiratsvermittlerin wieder angefangen, mit jemandem zu verabreden, weil er dachte, es sei wichtig, dass ich eine Mutterfigur habe, und so kam es, dass er Carol heiratete. Ich genoss die gemeinsame Zeit mit Carol, aber schon bald wurde es ein bisschen unangenehm. Sie sah mir jeden Abend beim Üben meiner Cheerleading-Moves zu, fing Gespräche über die Jungs an meiner Schule an und bestand darauf, mit mir Serien zu schauen. Ja, ihr wisst sicher alle, wie unangenehm es ist, einen Erwachsenen neben sich sitzen zu haben, während auf dem Bildschirm eine romantische Kussszene läuft, oder? Oh Gott, ich brauchte einfach meine Privatsphäre. Einmal kam ich von der Schule nach Hause und fand sie in meinem Zimmer, wo sie mein Make-up durchsuchte. Donna, Süße, wie genau benutzt du den? Okay, das war ein bisschen zu viel. Sie überschritt hier einige Grenzen, indem sie an meinen Sachen herumspielt, ohne zu fragen. Aber ich konnte mich auch nicht dazu durchringen, ihr böse zu sein. Ihr müsst wissen, dass Carol die Definition einer idealen Hausfrau ist. Sie ist eine so herzensgute Frau, die das Haus immer tadellos in Ordnung hält und köstliche Mahlzeiten kocht. Vielleicht hatte sie so viel Zeit damit verbracht, dass sie keine Zeit mehr hatte, sich um ihr Aussehen zu kümmern. Hey, jeder verdient es, sich schön zu fühlen, oder? Also zeigte ich ihr, wie man sich schminkt. Carol, du tust so viel für Dad und mich, da wird es Zeit, dass du dir etwas gönnst. Wie wäre es, wenn wir morgen ins Einkaufszentrum gehen? Sehr gerne. Ich wollte einfach nur etwas Nettes für sie tun. Ich wusste nicht, dass dies der Beginn von etwas völlig Verrücktem war. Am nächsten Tag im Einkaufszentrum nahm ich sie mit in ein Bekleidungsgeschäft, in dem Frauen in ihrem Alter einkauften. Ich hielt ihr eine schöne Bluse hin, aber sie schüttelte den Kopf. Dann bestand sie zu meinem großen Entsetzen darauf, dass wir in den Pull&Bear-Store nebenan gingen. Aber Carol, das ist doch für Teenager! Aber wir gingen trotzdem hinein. Dann zeigte sie auf ein Outfit und fragte mich, ob ich es für sie anprobieren könnte. Ich wollte, dass es heute um sie ging, nicht um mich. Aber okay, Hauptsache sie war glücklich. Ich trat also aus der Umkleidekabine heraus und drehte mich, woraufhin mir das Personal des Ladens sofort Komplimente machte. Dann wandte sich Carol plötzlich an die Angestellte und bat sie, genau dieses Kleid in Größe XL zu besorgen. Was? Wollte sie das auch tragen? Carol trat schüchtern hinter dem Vorhang hervor und fragte, Und, was denkst du? Ich erstarrte einen Moment lang. Ich meine, schaut sie euch an. Sie sah lächerlich aus. Aber das konnte ich ihr nicht sagen, also gab ich ihr widerwillig den Daumen hoch. Und einfach so kaufte Carol uns beiden genau die gleichen Kleider, aber das war noch nicht alles. Sie schlug vor, dass wir sie beide sofort anziehen sollten, noch während wir im Einkaufszentrum waren. Ich stotterte, sollten wir sie nicht für einen besonderen Anlass aufheben? Aber sie war fest entschlossen. Also machten wir es. Tochter und Stiefmutter spazierten in den gleichen Kleidern durch das Einkaufszentrum. Ich konnte spüren, dass alle Augen auf uns gerichtet waren. Wir trafen sogar eine meiner Freundinnen, die Carol mit meiner Cousine verwechselte. Zumindest bis sie Carols Gesicht sah. Das arme Mädchen sah aus, als hätte sie gerade Annabelle gesehen. Carol fühlte sich sehr geschmeichelt, denn auf dem Heimweg strahlte sie und sagte, Wenn man bedenkt, dass deine Freundin dachte, ich sei deine Cousine.
Ich sollte mich wohl öfter wie du anziehen. Das macht mich um Jahre jünger. Und ich mache jetzt keinen Witz. Sie meint es wirklich ernst. Von diesem Moment an fing sie an, sich wie ein Teenager-Mädchen zu kleiden. Oder um genauer zu sein, wie ich. Genau wie ich. Anscheinend war ich der Einzige im Haus, der das komisch fand. Denn mein Vater sagte einfach nichts. Ich musste mit ihr reden, sonst würde mich noch jemand aus der Schule sehen und sich über mich lustig machen. An diesem Abend ging ich also nach unten und sah Carol auf der Couch sitzen und eine Zeitschrift lesen. Ich holte tief Luft und sagte, Carol, können wir... Oh, hallo Süße, sieh mal. Ich suche eine Torte für deine bevorstehende Geburtstagsparty aus. Ich hoffe, das ist in Ordnung? Oh nein, warum war sie nur immer so lieb und nett? Ich fühlte mich so schlecht. Sie tat so viel für mich und ich beschwere mich nur. Natürlich sprach ich sie dann nicht darauf an, dass sie meinen Stil kopiert. Das war doch eigentlich auch trivial, oder? Stattdessen setzte ich mich neben sie und wir sprachen über die Geburtstagsparty. Dann zeigte sie mir ein paar hübsche Kleider auf ihrem Handy und bat mich, eines für meine Party auszusuchen. Das hier gefällt mir wirklich gut. Carol lächelte. Oh, das sieht toll aus. Tolle Wahl, Süße. Stell dir vor, wie umwerfend wir darin aussehen werden. Wir? Nein, nicht schon wieder. Ich musste mit dir reden, jetzt oder nie. Carol, ich glaube nicht, dass wir... Aber genau in diesem Moment kam mein Vater von der Arbeit zurück. Was treibt ihr zwei denn noch so spät zusammen? Bevor ich etwas sagen konnte, rannte Carol zu ihm hinüber. Donna und ich werden dieses Kleid an ihrem Geburtstag tragen. Was haltet ihr davon? Das ist toll, alles, was meine Damen glücklich macht. Ich konnte die Demütigung nicht ertragen, noch einmal das gleiche Outfit zu tragen wie Carol. Vor allem nicht an meinem besonderen Tag. Ich musste etwas tun. Ich hatte einen Plan, aber das Timing musste perfekt sein. Am Tag meiner Party, als Carol ihr Kleid bügelte, stürmte ich zu ihr und erzählte ihr, dass der Lieferant gerade den falschen Kuchen geliefert hatte. Carol flippte aus und rannte sofort die Treppe hinunter. Ha, es hatte geklappt. Und jetzt lasst uns anfangen. Und dann, 10 Minuten später, wie erwartet, hörten wir kurz darauf einen lauten Schrei, der aus dem oberen Stockwerk kam. Dad und ich stürmten herein und sahen Carol auf dem Bett sitzen und in ihr Kleid weinen. Was ist denn los? Sie hielt das Kleid hoch. Sieh doch, es ist ruiniert. Es war ein eisenförmiger Brandfleck darauf. Yep. Ihr habt es erraten, das war alles ich. Als Carol den Raum verließ, drehte ich die Temperatur des Bügeleisens auf Maximum. Mein Gott, ich musste mich wirklich zwicken, um nicht zu lachen. Doch plötzlich drehte sich Carol zu mir um und sagte mit ernster Stimme, »Du musst dir ein anderes Kleid anziehen.« Was? Das konnte doch nicht ihr Ernst sein, oder? Ist schon gut, Carol. Du kannst einfach ein anderes Kleid anziehen. Es macht mir nichts aus. Nein, das ist nicht in Ordnung. Wir haben das geplant. Geh und hol das Blaue, das wir beide haben. Hör mal, ich finde, wir sollten uns nicht gleich anziehen. Das ist einfach komisch. Da mischte sich mein Vater ein. Wir haben keine Zeit zum Streiten. Die Gäste warten schon unten. Also, Donna, geh dich umziehen. Ach, unglaublich! Es war so peinlich. Alle meine Verwandten machten uns Komplimente, aber ich wusste, dass sie innerlich lachten. Meine Freunde hingegen kicherten. Und sagten mir, wir sehen aus wie eine Billigversion der Olsen-Zwillinge. Der Tag war schon ein absoluter Albtraum gewesen. Aber dann, als sie sogar anfing, mein Verhalten zu kopieren, wurde es wirklich nervig. Eines Abends kam mein fester Freund Thomas zu uns und wir aßen alle zusammen Pizza im Wohnzimmer. Ich nahm einen Bissen und sagte, oh mein Gott, lecker. Und das Nächste, was ich wusste, war, dass Carol diese Worte von mir zitierte, während sie an ihrer Diät-Cola nippte. Krass. Später, als Thomas gehen musste, begleitete ich ihn zur Tür und kniff ihn leicht in die Wange. Denn wir konnten uns vor meinen Eltern natürlich nicht küssen. Aber ratet mal, keine 5 Minuten später saß Carol plötzlich näher bei meinem Dad und machte genau das Gleiche mit ihm. Das war so komisch. Und Dad schien es auch nicht wirklich zu gefallen. Aber jetzt kommt der schlimmste Teil. Ein paar Tage später schickte mir mein Freund einen Link zu Carols TikTok-Konto. Oh mein Gott. Es war ein Video von meinem Vater und es hatte tausende von Likes. Dann hörte ich plötzlich Geräusche, die von unten kamen. Carol! Carol! Carol huschte aus der Küche und schaute ratlos.
Was ist denn los, Schatz? Was los ist? Mein Kollege hat mir gerade ein Video geschickt, in dem du mir einen Streich spielst. Jeder hat es gesehen. Sogar mein Chef, meine Kunden, alle. Wie soll ich jetzt zur Arbeit gehen? Willst du etwa meine Karriere ruinieren? So viel dazu, dass es ein Unfall war. Yep. Das Video, von dem ich gesprochen habe, war das, in dem Carol einen Obstkuchen für meinen Vater gebacken und ihm dann ins Gesicht geworfen hat. Und als er dann aufschaute, hatte er 2 Erdbeerscheiben auf den Augen. Er sah ein bisschen aus wie der gruselige Clown aus dem Film It. Sie lud das Video auf ihren TikTok-Account hoch und es ging sofort viral. Ich hatte meiner Freundin diesen Streich vor einiger Zeit auf unserer Pyjama-Party gespielt. Aber ich hatte nicht erwartet, dass Carol ihn kopieren würde. Raus aus meinem Haus! Der Schrei meines Vaters machte mich fassungslos, während Carol in Tränen ausbrach und flehte. Bitte, Schatz, tu das nicht, es tut mir leid. Aber mein Vater hörte nicht auf sie und sagte nur, sie solle packen und ihm sofort aus den Augen gehen. Als sie sich auf den Weg machen wollte, hielt ich sie am Arm fest. Carol, warte! Ich weiß, dass du meinen Kleidungsstil und mein Verhalten kopiert hast und jetzt diesen TikTok-Streich. Aber du musst doch einen Grund dafür haben, oder? Carol nickte. Also beruhigte ich Dad und wir setzten uns zu ihr, während sie sich ausschluchzte. Mein erster Mann hat sich oft über mein tristes Aussehen lustig gemacht. Er hat mir sogar verboten, zu seinen Familienfeiern zu gehen, weil er meinte, mein Aussehen sei ihm peinlich. Irgendwann konnte er es nicht mehr ertragen, mich anzusehen, und er hat mir die Scheidungspapiere in die Hand gedrückt. Jetzt, wo ich mit deinem Vater zusammen bin, habe ich Angst, dass auch er von meinem Aussehen genervt ist und mich wieder verlässt. Aber er verehrt dich, deshalb dachte ich, wenn ich versuche, dir ähnlicher zu werden, wird er auch mich lieben. Oh mein Gott, Carols Ex ist so ein Idiot. Wie kann man sich nur scheiden lassen, nur weil der Partner nicht den besten Kleidungsstil hat? Ich umarmte sie ganz fest und sagte, niemand wird dich im Stich lassen. Du bist ein Teil dieser Familie. Aber wie wäre es, wenn wir einen neuen, eigenen Stil für dich finden, anstatt meinen zu kopieren, okay? Carol nickte mir mit einem leichten Lächeln zu, während sie immer noch schluchzte. Mein Vater beruhigte sich schließlich, entschuldigte sich für seine Überreaktion und kam zu uns rüber, um uns zu umarmen. Danach begann ich, Carol bei der Hausarbeit zu helfen, damit sie mehr Zeit für sich selbst hatte. Ich zeigte ihr, wie sie ihre Haare stylen konnte, half ihr bei der Auswahl modischer Kleidung und schickte ihr die Links zu einigen Videos mit Schminktipps. Jetzt hat sie ihr eigenes, schickes Image. Sie erinnert mich ein bisschen an Martha Stewart. Ich dachte immer, meine Stiefmutter sei verrückt, aber jeder hat seine eigene Geschichte, oder? Und wir sollten sie erst einmal kennenlernen, bevor wir irgendwelche Schlüsse ziehen. Jeder sollte sich in seiner Haut wohlfühlen. Und niemand sollte einem jemals das Gefühl geben, dass das nicht in Ordnung wäre.